So, hallo und herzlich willkommen heute mal im Büro mit Bild, also sowohl Bild, was man so als digitales Dokument hier finden kann, als auch Bild mich. Hallo, ja, ich bin ganz klein, das soll reichen, weil um mich geht's nicht, ne? Aber nur, weil sonst jemand meckert, dass ich nicht zu sehen bin und ich habe es technisch hinbekommen, dass ich zu sehen bin, wenn auch nur sehr klein und ich kriege mich auch nicht größer, also ist so. Gut, Ergebnisse der Waldzustandserhebung 2022. Da müssen wir leider, auch wenn das eigentlich was ist, wo ich gerne loslegen wollen würde, ein paar Dinge vorweg klären. Erstens, was ist die Waldzustandserhebung? Das ist was, was man in den 80ern, mehr oder weniger Mitte bis späten 80ern erfunden hat. Damals hieß es noch Waldschadenserhebung oder Waldschadensaufnahme oder irgendwie so in die Richtung. Das hat man dann eben in Zustand umgewandelt, weil zeitweilig es eben kein Schaden mehr war oder zumindest nicht mehr viel und eher der Zustand erheben werden sollte und die Schadenserhebung ja auch quasi gleich mal vorgibt, dass hier ein Schaden ermittelt werden soll. Aber die Option ja eigentlich auch bestehen sollte, dass es keinen Schaden gibt, wenn sich der Wald erholt haben sollte. Ja, darum hat man diesen Begriff abgeschafft und jetzt heißt es eben Waldzustands. Ermittlungen, Erhebungen, was auch immer. Ja, so, Idee war damals, als der saure Regen aufkam, das Waldsterben, das sogenannte, das den Begriff mitunter verdient hat, aber dazu habe ich schon häufiger gesprochen, das werde ich jetzt heute nicht auch nochmal tun. Jedenfalls hat man da dann eben gedacht, jetzt müssen wir bundesweit immer mal gucken, wie es dem Wald geht und geben dafür gewisse Mittelchen des Bundes aus. Das ist nämlich nach wie vor eine relativ teure Untersuchung und die aufwendigste und umfassendste Untersuchung, die jährlich zum Wald gemacht wird und zum Zustand des Waldes, zum Zustand der Bäume. Es kann an dieser Methode durchaus gemeckert werden, aber das Gute ist, dass man das eben jetzt schon seit den 80ern machen und damit eine sehr lange Zeitreihenanalyse durchführen können und jedes Jahr eben ein neuer Datensatz dazukommt. Und darum sollte man, wenn man sich dann mal für eine Erhebungsmethode entschieden hat, diese auch nicht mehr großartig ändern, weil dann die ganzen wertvollen alten historischen Daten nicht mehr mit den modernen, nach dem gleichen Prinzip ermittelten Daten vergleichbar wären. Dann können wir nur raten, ob sich der Waldzustand jetzt verbessert oder verschlechtert hat, weil wir keinen Vergleichswert mehr haben. Ja, drum besser auf dem alten suboptimalen System bleiben, als was Neues einführen und die alten Daten damit plus minus unbrauchbar machen. Ja? Das ist grundsätzlich in der Wissenschaft immer eine gute Idee, bei schon lange ermittelten Datensätzen, auch wenn man die heute besser ermitteln könnte. Es gibt zum Beispiel auch eine interessante Untersuchung, wo man die Lautstärke des Vogellärms, also der Vogelstimmen, ermittelt und versucht, aus der reinen Lautstärke des Vogelkonzerts an definierten Tagen festzustellen, ob das über die Jahre abnimmt. Spoiler, ja, tut es. Ja, und dafür wird zum Teil für eine Untersuchung noch ein uraltes Tonbandkassettenaufnahmegerät verwendet, das genau auch wiedergeben kann, wie laut das ist, was da aufgezeichnet wird. Das ist natürlich hoffnungslos veraltet, das Ding, aber es ist dasselbe, was man auch schon eben auch, glaube ich, da auch in den 80er Jahren zum ersten Mal verwendet hat und damit sind die Daten vergleichbar. Würdest du ein hochmodernes, digitales, super empfindliches Mikrofon verwenden, dann würdest du wahrscheinlich einen realistischeren Wert bekommen, aber hättest keine Ahnung, wie das damals in den 80ern gewesen ist, weil du dafür keine vergleichbare Datengrundlage hast. Ich hoffe, das ist soweit verstanden. Ich erkläre auch gleich noch, wo denn die Probleme bei der Waldzustandserhebung, die methodischen Probleme liegen. So, jetzt müssen wir uns bei diesem vorliegenden Dokument noch die Frage stellen, von wem ist das denn eigentlich? Und zwar ist das, steht hier ganz unten, vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, also sprich vom Özdemir, seinem Team. Ja, das ist wichtig, wenn immer man ein wissenschaftlich anmutendes Dokument vorliegen hat, das nicht von einer der Neutralität verpflichteten oder der wissenschaftlichen Neutralität, nennen wir es mal so, verpflichteten Forschungsanstalt stammt. Dann hat dieses Dokument zumindest die Möglichkeit, politisch oder ansonsten durch die Interessen desjenigen, der es herausgegeben hat, gefärbt zu sein. Das gilt für Papierchen von Greenpeace,
genauso wie Papierchen von einer jeweiligen Regierung, die ja von irgendeiner Partei abhängig ist und gegebenenfalls, oder mehreren Parteien wie in unserem Fall, ne, die gegebenenfalls wiedergewählt werden möchten und neben der Tatsache, dass ich das einfach mal unterstellen will, dass sie irgendwie was Gutes fürs Land wollen, das unterstelle ich jetzt mal, werden die natürlich auch von persönlichen Karriereinteressen und so weiter und so fort angetrieben. Da erzähle ich niemandem was Neues. Das gilt für jede Partei, jeden Politiker etc. pp. Das heißt, wir haben hier einen gewissen sogenannten Bias in Englisch, eine Voreingenommenheit und es könnte sein, und das wird auch wahrscheinlich hier und da eine winzig kleine mindestens, das wissen wir nicht wie viel, ne? Man will auch nichts unterstellen, aber eine mindestens kleine Rolle spielen bei der Darstellung der Ergebnisse. Was aber nicht passieren dürfte, das wäre ein ziemlicher Skandal und das ist, glaube ich, das Risiko nicht wert, dass das Landwirtschaftsministerium dieses Risiko eingehen würde, wenn da wirklich Daten gefälscht sind, Zahlen gefälscht sind und so weiter. Das würde auch auffallen, weil man kann das mit den jeweiligen Berichten der Bundesländer vergleichen, was hier drin steht und die Bundesländer, die wiederum, da werden die Berichte von neutralen Forschungsanstalten, wissenschaftlichen Forschungsanstalten erstellt und da müssen wir dann, brauchen wir nicht davon ausgehen, dass da irgendein politischer Wille dahinter steht, der das möglicherweise beeinflusst haben könnte. Das Einzige, was bei den Berichten in den Bundesländern politisch gefärbt ist, ist das Grußwort des jeweiligen Landwirtschaftsministers, des jeweiligen Bundesministeriums. Das ist reine Politik, was da drin steht. Der weiterführende Text dann ist wissenschaftlich. Ja? Und diese wissenschaftlichen Texte wurden in diesem Dokument hier jetzt zusammengefasst. Ich finde es, persönliche Meinung, das war jetzt bisher noch keine Meinung, sondern Tatsachen, ich finde es sehr gut gemacht, weil man auf Text weitgehend verzichtet. Ihr werdet erstaunlich wenig Worte in diesem Dokument finden. Wir können mal wieder hochscrollen. Und ne, jede Menge Tabellen, Grafiken etc. und so weiter. Und das ist gut, weil jeder, der wissenschaftlich ausgebildet ist, sofort erkennen kann, im besten Fall, ob eine Grafik gut ist, für den Zweck, den sie aussagen soll, geeignet ist. Und wenn dann die Zahlen real sind, und davon gehe ich mal schwer aus, dass man, wie gesagt, da nicht riskieren wollte, irgendwas zu fälschen, das ist auch schlicht und ergreifend einfach nicht notwendig. Für die Grünen ist es, denke ich, vorteilhafter, wenn es dem Wald schlecht geht, weil dann kann man sagen, wählt uns, dann machen wir den Wald wieder gesund, als wenn die CDU sagen würde, dem Wald geht schlecht nach, keine Ahnung, 17 Jahren gefühlten, 16 Jahren Merkel oder wie viel auch immer das genau gewesen sind, weiß ich gar nicht auswendig, ich glaube aber 16, ja, kann man dann Merkel ja, beziehungsweise die jeweilige Landwirtschaftsministerin, also die Julia zuletzt, dafür auch verantwortlich machen. Ja? Bei einer Regierung, die noch nicht so lange im Amt ist, insbesondere bei einem Projekt wie dem Waldumbau, der Jahrhunderte benötigt, wenn er wirklich hundertprozentig abgeschlossen sein soll, ja, da kann man schlecht jetzt die Grünen für den aktuellen Waldzustand verantwortlich machen, dafür sind sie einfach noch nicht so lange genug an der Macht. Das wäre Quatsch. Das ist schlicht Blödsinn. Ja? Drum wüsste ich nicht, warum man da irgendwie die Ergebnisse beeinflussen sollte. Und ich habe auch nichts dergleichen gefunden. Und die Grafiken, die hier verwendet werden, sind durch die Bank sehr gut bis hervorragend und fassen alles wirklich sehr schön zusammen. Und man ist sogar so ehrlich, dass man auch die Standardabweichung hinten angibt, die nämlich durchaus relevant ist. Kommen wir noch zu. Gut, jetzt. Der mit Sicherheit politische Teil in diesem Dokument ist das Vorwort von dem hier. Ja, das ist relativ unaufgeregt. Relevant ist meiner Meinung nach vor allem dieser Absatz hier. Wir haben zwar keine deutliche Verschlechterung, genau genommen haben wir netto sogar eine ganz kleine Verbesserung, das schreibt allerdings interessanterweise nicht. Deswegen sage ich ja, für die Grünen vielleicht tendenziell eher interessanter, dass der wahrgenommene Zustand der Natur eher schlechter ist als der gemessene Zustand der Natur. Das ist wie bei Greenpeace. Greenpeace würde niemals sagen, dass irgendwo die Natur jetzt in Ordnung ist, damit machen sie sich selber ja überflüssig, ein Stück weit, ja. Greenpeace tut viel Gutes,
versteht mich nicht falsch, aber jeder große global organisierte NGO, der eine gewisse Macht und ein gewisses Mitspracherecht haben möchte, hat eine politische Agenda, ja, genau wie jede Partei und so weiter und so fort. Das muss man einfach im Hinterkopf behalten. Die wollen nicht nur was Gutes tun, sondern die haben auch schon eigene Pläne irgendwo. Und gerade bei Greenpeace oder anderen Naturschutzorganisationen, da muss man wirklich so ein Stück weit, ich bin da immer ganz, ganz vorsichtig, die Ideologiekarte ziehen. Ich weiß, das wird heutzutage ganz oft gemacht. Darum bin ich da sehr vorsichtig, wenn man die Ideologiekarte zieht, ob das wirklich gerechtfertigt ist. Ja, ich glaube, bei Greenpeace oder PETA oder solchen anderen Organisationen, ein Stück weit muss man es da vielleicht wirklich tun. Gut, jedenfalls, laut Özdemir befinden wir uns ungefähr auf dem gleichen Chartniveau wie letztes Jahr. Das stimmt auch, das tun wir ungefähr, ne, das ist nicht falsch. Und das ist weiterhin das höchste Niveau seit Beginn der Aufnahmen in den 1980er Jahren. Das stimmt auch. Das ist also eine korrekte Aussage. Ja, und dann hat er hier natürlich noch Geld locker gemacht, dass man jetzt zur Anpassung des Waldes verwenden möchte, da ist um 900 Millionen Euro die Rede. Ja, und ansonsten weist er noch kurz darauf hin, dass das jährlich überprüft wird, also was die Waldzustandserhebung eigentlich ist, bedankt sich bei denjenigen, die es gemacht haben, das ist zumindest mal sehr höflich und das war es auch schon, was der Herr Özdemir dazu zu sagen hat. Alles Weitere sind dann wirklich mehr oder weniger die Grafiken und die damit legen wir mehr oder weniger auch los. Halt, hier haben wir noch eine kleine Zusammenfassung, die noch wichtig ist, mehr oder weniger dieser Abschnitt hier. Ne, da stellen wir fest, dass wir nach wie vor eine hohe Kronenverlichtung bei allen Arten verzeichnen. Der Anteil der deutlichen Kronenverlichtung und die mittlere Kronenverlichtung sind weiterhin auf gleichem Niveau. Das ist ungefähr korrekt. Die mittlere Kronenverlichtung ist im Durchschnitt aller Baumarten von 26,7 auf 59,9 gesunken. Nur geringfügig. So, und da merken wir auch jetzt noch ein bisschen die Politik, weil ob man jetzt eine Abnahme des Waldzustandes um 0,8 Prozentpunkte, also des Waldschadzustandes, ne, je weniger, je kleiner die Zahl, wenn die bei Null läge, wäre der Wald völlig bekloppt, ne? Das ist unmöglich. Aber wenn die bei, sagen wir mal, 15% läge, dann hätten wir einen hervorragenden Waldzustand. Also je kleiner, desto besser. Und ein Rückgang um 0,8 Punkte. Ich hätte es nicht geglaubt, da letztes Jahr auch noch mal ziemlich beschissen gewesen ist, 2022. Für mich ist das also tendenziell eine eher positive Entwicklung. Man kann es aber auch als nur geringfügig gesunken und ach, im Grunde ist es gleich schlecht wie vorher interpretieren. Beides ist möglich, beides liegt im Bereich dieser 0,8 Prozentpunkte, das ist halt wirklich nicht viel. Das ist einfach die Frage, ob das Glas halb voll oder halb leer ist, da kann man jetzt nicht sagen, was fachlich richtiger ist. Aber ja, wie gesagt, für die Grünen vielleicht eher interessant, dass es dem Wald tendenziell eher schlecht geht, als dass es dem Wald tendenziell eher besser geht. Es übrigens, objektiv betrachtet, es geht dem Wald schlecht. Ja, das ist absolut so. Da brauchen wir auch nicht überlegen und interpretieren, nur wie sehr und ob letztes Jahr eine Verbesserung oder eine Verschlechterung oder eben gleichbleibend, das kann man dann sehr wohl ganz viel diskutieren und interpretieren. So, Text dürft ihr euch gerne alles selber durchlesen. Ich verlinke euch selbstverständlich, wo das Dokument zu finden ist. Ich werde hier übrigens auch sehr viel rauszitieren, weil das ist ein hochöffentliches Dokument von unserer Regierung. Ich glaube nicht, dass ich da irgendwelche Copyright-Probleme bekomme. Muss ich aber jetzt auch nicht weiter ausführen. So. Wir müssen jetzt wissen, den Waldzustandsbericht, wie gesagt, oder Zustandserhebung, gibt es ja seit den 80ern. Seit den 80ern gibt es diese Schadstufen hier, ne? 0 bis 4. Seit den 80ern sind die so definiert, wie sie definiert sind. Und in den 80ern hat das vielleicht noch Sinn gemacht. Heutzutage ist das relativ scheiße. Einfach schlicht und ergreifend aus dem simplen Grund, dass Schadstufe 0 von 0 bis 10% Kronenverlichtung geht, Schadstufe 1 von 11 bis 25, also über insgesamt 15 Punkte.
2 von 26 bis 60, also über insgesamt 35 Punkte, so mehr oder weniger, ne? Und 3 geht dann von 61 bis 99 und 4 ist nur noch 100. Ja? Das heißt, wir haben hier einfach keine Gleichverteilung der Schadstufen, was in der Statistik, wenn Schadstufe 1 überdurchschnittlich repräsentiert ist, auch daran liegen kann, dass Schadstufe 1 viel kleiner ist und es für einen Baum damit quasi viel schwieriger ist, in Schadstufe 1 rein, 0, Entschuldigung, von 0 rede ich, in Schadstufe 0 reinzukommen, als in Schadstufe 3, die 30% an fast 30%, 29, was auch immer, ein viel breiteres Spektrum an Werten zur Verfügung stellt, die du haben kannst, um da reinzukommen. Weshalb das eben wirklich schwierig ist von der statistischen Auswirkung her. Nächstes Problem im Laufe der Jahrzehnte, das entstanden ist, ohne Kronenverlichtung 0 bis 10%, das sind nicht gesunde Bäume, das sind inzwischen topvitale Bäume. Während die Warnstufe 11 bis 25% nach momentanem Erkenntnisstand eher dem gesunden Baum entspricht. Ja? Also 100% Kronenschluss, superdichte Ultrakrone musst du als Baum sozusagen nach modernem Verständnis nicht haben, um gesund zu sein. Ja, dann bist du Profisportler, um es mal auf den Menschen zu übertragen. Hä? So eine normale, gesunde Durchschnittsperson wäre irgendwo in dieser Warnstufe einzuordnen und die fittesten der Fitten, die sind dann bei ohne Kronenverlichtung. Und das wird häufig politisch falsch interpretiert und der Herr Özdemir hat es in irgendeinem Interview leider auch gesagt. Hört man immer wieder von verschiedensten Politikern verschiedenster Parteien, die Klöckner Julia hat das auch ständig erzählt, nur noch 20% der Bäume sind überhaupt gesund. Und das bezieht sich dann auf Schadstufe 0, dass man lediglich Schadstufe 0 als gesund interpretiert und alles, was nicht Schadstufe 0 ist, ist krank. Und das ist Quatsch und entspricht halt einfach auch nicht der Realität, der Forstbotanik sozusagen, ne? Und dem Wissen über die Vitalität von Bäumen und so weiter und so fort. Weshalb eben diese Aufteilung in diese Stufen inzwischen ein bisschen für den Eimer ist. Dass man es trotzdem noch so machen muss, das habe ich eingangs ja schon erklärt, liegt an der Kontinuität der Daten, dass man die alten Daten mit den neuen Daten überhaupt noch vergleichen kann. Darum ist es auch gut, dass das nicht geändert wurde. Aber man kann ja die alte Datenermittlung noch um eine moderne Form der Datenermittlung oder der Darstellung der Daten ergänzen. Und das ist jetzt hier in diesem Papier passiert. So, wie die Ergebnisse berechnet werden, blablub, könnt ihr euch dann da auch nochmal angucken. Wo es nochmal wichtig ist, gehe ich nochmal drauf ein. Und das ist hier der Dreh- und Angelpunkt. Das ist nämlich die moderne, sehr gute, wirklich die ist hervorragend, Darstellung des tatsächlichen Waldkronenzustands, muss man sagen, also der Kronenverlichtung, in einer statistisch guten Darstellung. Ja, wir haben die jeweiligen Stufen aufgehoben. Die Farben sind noch da. Grün ist gesund, gelb Vorwarnstufe, rot deutliche Kronenverlichtung, ne? Furchtbar, furchtbar. Und da sieht man halt, alles, was in den roten Bereich fällt, würde in einer anderen Darstellung, wo nur die Farben angegeben werden, sofort als furchtbar, furchtbar interpretiert. Aber die zum Beispiel 10,6% Flächenanteil, die bei 30% Kronenverlichtung, das ist ein fast noch gesunder Baum in Anführungszeichen. Der ist zwar schon im roten Bereich, aber gerade so im roten Bereich. Und das macht eben einen wesentlichen Unterschied aus, ob du dir den rechten Rand vom roten Bereich anguckst oder eben den linken Rand vom roten Bereich. Und wir sehen ja auch ab 55% Kronenverlichtung ist der Flächenanteil der Bäume, denen es wirklich kacke geht. Die sind dann auch wirklich stark vom Absterben bedroht bis hin zu dem Tode geweiht, ne? Der Anteil ist extrem gering. Und ein Großteil der sogenannten deutlichen Kronenverlichtungsbäume liegt eben noch im akzeptablen Bereich. Das heißt, je nachdem, wie man das politisch auslegen möchte, ist der Waldzustand eine völlige Katastrophe bis hin zu, ja, ein bisschen besorgniserregend. Irgendwo dazwischen liegt wahrscheinlich die Wahrheit. Ich würde ihn als bedrohlich empfinden, aber keinesfalls als so, dass man jetzt Angst haben müsste, dass morgen gleich der Wald umfällt.
Tatsächlich liegt eben das Gros, also der Großteil der Daten, irgendwo hier im gelben Bereich mit einem gewissen Peak im schlechten Grünen und im guten Roten sozusagen. Ganz kurz, nur schnell, damit wir uns da richtig verstehen, weil es war alle Aussagen, die ich hier zum Zustand des Waldes treffe in diesem Video, beziehen sich auf den Belaubungszustand und auf das, was wir aus den vorliegenden Daten, die wir hier ja auch besprechen, ablesen können. Ja, der tatsächliche Waldzustand ist komplexer und kann nicht so einfach ermittelt werden. Da spielt dann auch noch der Verlust der Biodiversität, die globale Stickstoffdüngung und so weiter und so fort eine größere Rolle, der Zuwachs der Bäume, die Wahrscheinlichkeit von Stürmen und. Da muss dann also noch ganz viel anderes mit reinfließen. Das hier ist sozusagen eine Vereinfachung des tatsächlichen Waldzustands, aber durch die jährliche Wiederholung trotzdem eben sehr wertvolle Daten, das ist hoffentlich klar. Nur damit wir uns nicht falsch verstehen. Das ist insgesamt nicht so, dass es da keine Luft nach oben gäbe. Ne? Es könnte besser sein, absolut. Gerade auch die dickeren roten Balken sind durchaus eine schlechte Sache. Werden wir noch näher besprechen. So, und das hier ist jetzt die historische Darstellung. Da finden wir von 1984, das könnte ich mir eigentlich mal merken, wo wir noch 44% der Fläche im grünen Bereich hatten, nur 33 in der Warnstufe und 23 im roten Bereich. Hier sind die Auswirkungen des Waldsterbens noch nicht so deutlich. Es wurde dann tendenziell ein bisschen schlechter Anfang der 90er. Ja, das können wir hier sehen. Dann wurde mehr oder weniger die Rauchgasentschwemmung durchgeführt. Der Waldzustand wurde wieder etwas besser, beziehungsweise blieb, was den roten Bereich angeht, auf ungefähr dem gleichen Niveau. Und dann hatten wir mal zeitweilig nochmal so einen Peak mit guter Situation, mit relativ wenig, und seitdem geht es mehr oder weniger kontinuierlich bergab. Ja? Also gerade wegen der langen Zeitreihe von 1984 sind diese Daten wichtig, aber wir wissen halt beim roten Streifen nicht. 35% der Fläche im roten. Ja, sind die hier oder sind die da? Ja, und das werden wir auch, was die ganz alten Daten angeht, die von 84 oder so, werden wir das auch nur noch schwierig heutzutage interpretieren können. Beziehungsweise man könnte es sind ja noch sämtliche Datenblätter aufgehoben. Man könnte es also auch modern auslesen und sich das ein bisschen genauer angucken. Vielleicht macht das mal irgendwann jemand. Ne? Aber diese Darstellung ist gesetzlich vorgeschrieben, noch aus 84 oder von 83 oder wann auch immer das festgelegt wurde. Die könnt ihr quasi knicken, die muss drinstehen, ist aber scheiße. Gut ist die hier, ne? Die sagt was aus. Und die hätte ich auch bitte gerne noch für die letzten Jahre. Das wäre doch mal was, liebes Landwirtschaftsministerium. Macht doch sowas einfach mal für die Waldzustandsberichte seit 2010 oder was. Ne? Und stellt das mal gegenüber und dann haben wir mal eine realistische Entwicklung des Waldkronenzustandes. Und so teuer kann das ja nicht sein, ihr habt ja Geld, ne? Oder auch nicht, je nachdem, ob der Christian da Bock hat, welches herzugeben. Gut, so viel dazu, ne? Übrigens, wichtig ist hier auch noch, die Balken haben einen Schatten. Ihr seht da hinten dran so einen hellblauen Schatten. Der hellblaue Schatten ist eben der Wert vom Vorjahr. Das heißt, die super gesunden sind im Vergleich zum Vorjahr, also die ultra gesunden Bäume, leider zurückgegangen. Auch die fast super gesunden Ultra-Bäume, dafür sind die völlig in Ordnung Bäume leicht angestiegen. Im Bereich 15% haben wir eine kleine Zunahme, im Bereich 20% haben wir eine kleine Abnahme und so weiter, und so geht das mehr oder weniger durch die Bank. Letztendlich müssen wir bei 100% noch feststellen, dass der Wert auch ein bisschen zugenommen hat, lustigerweise. Dafür hat er in vielen Bereichen der ganz kleinen Kommazahlen hier eher abgenommen, und auch im Anfangsbereich, so bei 35, 40, 45% Kronenverlichtung haben wir tendenziell, ja bei 40 nicht, aber tendenziell etwas weniger. Damit ist also die Interpretation, dass ich im Vergleich zum Vorjahr so gut wie nichts getan hat. Na? Durchschnittswert minus 0,8, aber wirklich große Entwicklungen über die einzelnen Anteile hier kann man wirklich nicht feststellen. Also man kann schon, also es ist im Grunde nicht viel passiert, interpretieren. Gut.
Jetzt wird das Ganze ein bisschen aufgedröselt nach Baumarten. Hier haben wir Nadelbäume aufgeteilt in hellgrüne Linie. Das ist diese hier. Das ist die Kiefer. Dann haben wir die dunkelgrüne Linie, die Fichte und diese etwas blasse Linie. Andere Nadelbäume sind anteilig viel Douglasie, viel Lärche. Alles andere spielt fast keine Rolle statistisch. Und die Tanne noch in Baden-Württemberg, aber die spielt halt in allen anderen Bundesländern. Bayern hat auch noch ein bisschen was an Tanne, spielt die dann auch wieder keine. Also Weißtanne, Habeas alba, spielt da auch nicht so eine große Rolle. So, und da sehen wir jetzt über die Zeit, dass tatsächlich die anderen Nadelbäume, insbesondere die Tanne, da gab es nämlich noch gar nicht so viel Douglasie zu der Zeit, Anfang ja noch in den 80ern eben echt massive Probleme hatten, sich dann mit der Rauchgasentschwefelung wieder erholt haben, beziehungsweise beginnende bis zu den 90ern sich erholt hatten. Dann hat die Fichte allerdings noch mal ein paar Probleme gemacht und dann ging es da eigentlich runter. Also auch bei den anderen Nadelbäumen gab es eine Erholung bis ca. 2000, um dann jetzt mit den Klimaschwankungen einigermaßen auf plus minus demselben Niveau zu bleiben, rauf, runter und so weiter. Und jetzt geht es halt durch die Decke, ne? Jetzt in den letzten Jahren, das sehen wir hier alles deutlich. Das ist insbesondere bei der Fichte natürlich die dunkelgrüne Linie mehr als deutlich, dass die massive Probleme hat. Das merkt man an vielem. Wir können auch erklären, warum, habe ich schon ganz oft getan, spare ich mir jetzt an der Stelle. Ja, also die Fichte ist wirklich durch die Bank hier aus der Grafik fast schon rausgeschossen. Dass die Grafik so ausschaut, wie sie aussieht, ist natürlich Absicht, ja, dass man das so macht. Man könnte es noch krasser machen. Ja, man könnte natürlich das Ding auch noch ein bisschen eindampfen oder zusammenstauchen, damit dann der Peak, den die Fichte nach oben macht, deutlicher ist. Und so kann man dann solche Grafiken in Anführungszeichen so beeinflussen, ohne an den Daten zu drehen und ohne an der grundsätzlichen Aussage für den Fachmann was zu ändern, kann es für den Laien halt viel intensiver aussehen, dass dieser Peak deutlicher und höher ist. Man könnte den Peak auch viel kleiner machen, indem man hier nicht von 10-30% mittlere Kronenverlichtung aufträgt, sondern von 0-100. Dann in dieser großen Tabelle sind alle Ausschläge der Gesamtkurve dann viel kleiner und es sieht alles viel weniger dramatisch aus und es sieht so aus, als hätte es kaum eine Veränderung über die Jahrzehnte tatsächlich gegeben. Also auch das wäre im Grunde gleiche Daten, aber andere Interpretation, andere Darstellung und das ist eben das, woher dieser Spruch kommt, traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Man muss nicht die Daten fälschen, man muss lediglich bloß an der Form der Darstellung rumschrauben, wenn man da was beeinflussen möchte. Das hier ist aber sehr, sehr korrekt. Ja? Da kann ich beim besten Willen nicht sagen, dass hier irgendwie absichtlich irgendwas geschönt oder besonders verschlechtert worden ist. Fichte speziell, da sehen wir jetzt hier nochmal dieses hervorragende in 5% Stufendiagramm, das sehen wir noch ganz oft, das gibt es zu jeder Baumartengruppe. Ja, deutlicher Rückgang nochmal bei den supergesunden Fichten, aber auch ein deutlicher Rückgang bei den sichtbar kaputten Fichten, sind viel weniger geworden, dafür nochmal einige, die jetzt komplett tot. Das heißt, wenn die hier weniger geworden sind, ja, dann heißt es ja nicht, dass die jetzt hier drüben drin stecken, sondern wenn die weniger geworden sind, kann es auch sein, dass sie jetzt da drin stecken. Und das ist eben dann nochmal ein Problem. Grundsätzlich, was wir immer haben bei der Waldzustandsermittlung, unabhängig davon, ob es jetzt vom Bundesministerium rausgegeben wurde oder von wem auch immer, wenn hier was fehlt, weißt du nicht automatisch, wo ist das jetzt hin, ja, im Vergleich zum Vorjahr. Wie gesagt, ist es tot, ist es hier irgendwo, ist es da, hat sich verbessert oder verschlechtert, wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass wir insgesamt eine deutliche Zunahme dieses gelben Balken haben und dann ist es natürlich recht realistisch, dass welche von hier nach hier gekommen sein könnten. Das ist innerhalb von einem Jahr tatsächlich zumindest möglich. Ja? Oder welche von hier nach hier gekommen. Ja? Und da muss man dann wirklich ein bisschen rumspekulieren, da das keinen Sinn ergibt. Lassen wir das jetzt. Also Fichte, es sind mehr tot. Das ist erstmal eine Tatsache. Es haben aber auch deutlich weniger Fichten im kritischen Bereich, ob sie sich jetzt bald noch erholen oder bald absterben, den Weg aus diesem kritischen Bereich herausgefunden, zum Besseren
Oder halt eben nach hier, mehr oder weniger. Ne? Oder nach da, aber was da steht, spielt, ist im Prinzip auch tot. Ne? Ab so etwa 50, 60%, da darfst du davon ausgehen, dass das Sachen sind, die es wahrscheinlich nicht überleben werden. Zumindest nicht bei der Fichte. Eichen um 50, 60% können sich problemlos nochmal erholen. Buchen gegebenenfalls auch, Fichte nicht. Oder nur ganz selten. Ja, hier noch die historische Darstellung, die lassen wir weg. Und dann machen wir das Gleiche für die Kiefer. Da sehen wir, der Zustand der Kiefer ist, wenn sie gerade nicht tot ist, tatsächlich so, dass ganz viel im gelben Bereich ist. Das heißt, ja, die sind schon noch in Ordnung, aber könnte besser sein. Und da haben wir eben eine deutliche Abnahme im grünen Bereich im Vergleich zum letzten Jahr. Viel weniger Grün, was dann in den Gelbbereich reingerutscht ist, wenn es nicht sogar teilweise in den Rotbereich reingerutscht ist. Wir haben also netto bei der Kiefer definitiv eine Verschlechterung des Gesamtzustands, gerade auch die Abnahme der supervitalen Kiefern, die ist ein bisschen bedenklich. Das ist ein Trend, der einen ein bisschen nachdenklich machen kann. Da müssen wir jetzt auch uns ein bisschen überlegen, was das bedeutet. Ich habe bei der Fichte, gehen wir nochmal ganz kurz zurück, absichtlich hier nicht viel zu sagen, die Zeit der Fichte ist vorbei. Fichtenanbau ist noch möglich in Sonderstandorten mit besonders kühlem Klima. Das wird dann auch noch ein paar Jahrzehnte da möglich sein, vielleicht auch immer, wie Alpenvorland, Alpen selbst, hohe Mittelgebirge, Erzgebirge, Bayerischer Wald, Schwarzwald, höhere Höhen des Schwarzwalds. Theoretisch Harz, auch wenn es da jetzt nicht funktioniert und da riesige Löcher drin sind. Wer das genauer wissen möchte, darf gerne mit auf meine Harzführung. Sind noch ein paar Plätze frei. Und wer genauer wissen möchte, die Situation im Schwarzwald, darf auch da gerne mit auf eine Führung. So, das war der kleine Werbeblock. Aber Fichte, abgesehen von den genannten Regionen, ist die Zeit der Fichte vorbei. Punkt. Ja, da führt auch kein Weg dran vorbei. Ein Stück weit kann man hier und da noch eine Fichte im Mischbestand vielleicht halten, aber da gibt es bessere Alternativen. Darum würde ich auch davon abraten wollen, jedenfalls im größeren Stil. Ne? Außer in den genannten Regionen, die so hoch liegen und so ein noch kühles Klima haben, dass das ein bisschen anders ausschaut. Bei der Kiefer ist das nochmal eine ganz andere Dimension des Problems. Die ganzen Fichten, die jetzt weg sind, die tun uns weh und die fehlen uns auch und die haben vor allen Dingen große wirtschaftliche Schäden hinterlassen und kosten enorm viel Geld, weil damit sehr viel Fläche gleichzeitig wieder aufgeforstet werden muss. Aber bei der Kiefer ist es so, dass die momentan noch nicht großflächig, schon mal hin und wieder hier und da dann auch große Flächen, aber bundesweit noch nicht großflächig abgestorben ist. So, und das könnte möglicherweise noch passieren. Da überlegt man eben und da hat man viel Sorgen vom Forst her. Das ist zum einen die reine Trockenheit in Gebieten, in denen die Kiefer die Trockenheit nicht gewöhnt ist. Ja, das ist zum Beispiel bei den baden-württembergischen Kiefern der Fall. Die stehen meistens am Rhein, Karlsruhe Richtung Mannheim, so in dem Bereich, ne, Oberrheinebene. Abseits von zwischen Schwarzwald und Vogesen, wo sie dann rumstehen, da haben die massive Probleme. Das ist mit eine der Regionen, wo am meisten Kiefer, Entschuldigung, abgestorben ist, deutschlandweit. Ein anderer Sektor, wo die Kiefer reihenweise stirbt, ist bei Frankfurt am Main und Umgebung. Ne? Also da die Main-Neckar, heißt das so, Metropolregion, die sich selbst so nennt. Katastrophale Zustände für den Wald. Vielleicht Deutschlands mieseste Stelle, wenn es um den Waldzustand geht. Derzeit, so die letzten Jahre, ist tatsächlich um Frankfurt drumherum. Das ist das große, große Sorgenkind. Manche Wälder sind dabei so bereits so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass man sie forstlich gar nicht mehr nutzen kann. Eine reguläre Waldnutzung, wie wir das bisher immer gemacht haben, ist da unmöglich geworden. Das verkommt langsam tatsächlich zur Steppenlandschaft, muss man so deutlich sagen. Noch ein kleines bisschen. Bisschen wärmer von der globalen Temperatur her, noch ein paar Dürrejahre in Folge, noch mal ein paar Mal das wie 2022, das war ja auch noch mal ein relativ dürres Jahr, das langt dann schon und dann wirst du quasi Western statt Frankfurt bekommen, wo der Dornenbusch durch die Häuserschluchten geweht wird, wegen dem dann leider wirklich außerordentlich untauglichen Klima für unsere heimische Vegetation. Das ist natürlich etwas dramatisiert, aber der Wald da sieht wirklich katastrophal aus, nirgendwo so schlimm wie sonst in Deutschland.
Ja, und das sieht man unter anderem durch das Absterben der Kiefer. Aber andererseits Kiefern in Brandenburg, also das Kiefernland schlechthin, wo sie zwar gerne mal abbrennt, was auch nach wie vor ein Problem ist und auch letztes Jahr ein Problem gewesen ist, keine Frage. Wenn sie das nicht tut, geht es ihrem Kronenzustand eigentlich ganz gut. Ähnliches in Mecklenburg-Vorpommern, die größeren Kiefernbestände, auch bei Niedersachsen und auch in Sachsen-Anhalt und Sachsen hat sich die Kiefer tendenziell eher wieder ein bisschen stabilisiert, ja, wenn sie dann nicht abbrennt. Und großer Sorgenfaktor generell für die Kiefernbestände ist das Diploida-Triebsterben. Ich schreibe es unten hin, kriegt den genauen Fachbegriff gerade nicht zusammen. Das ist Pathologie, das ist wirklich nicht mein Fachgebiet. Also sämtliche Schad. Pilze wie Käfern, Schadereignisse an Bäumen, da habe ich nicht gut aufgepasst im Studium. Ne? Irgendwo muss man ja seinen Schwachpunkt haben. Ich kann euch so die Basics erklären, aber ja, da kann ich auch Fragen häufig nicht beantworten, wenn da Nachfragen kommen, detaillierte. In vielen anderen Bereichen kenne ich mich aus. Bis zu sehr gut. Ne? Egal. Jedenfalls. Dieses ist eine komplexe Krankheit, an der unter anderem eben auch Insekten beteiligt sind, die die Kiefern sehr stark schädigt, sich weiter ausbreitet, schon seit Jahren und möglicherweise, wenn sie dann mal wirklich zu einer, ja, deutschlandweiten Pandemie oder eben auch nach Frankreich, Polen und so weiter rüber, dann kann man wirklich fast schon von einer Pandemie sprechen, dieser Krankheit, die Kiefern stark schädigt in Jahren, wo es ohnehin schon sehr trocken ist, dann kann es eben auch sein, dass es bei der Kiefer zu einem gleichen Absterbeprozess kommt, wie wir den auch bei der Fichte beobachten können. Und das wäre, da die Fichtenfläche schon bevor jetzt die Katastrophe hereingebrochen ist durch 18, 19, die wir oben gesehen haben, hat die Fichte Fichtenfläche ja bereits abgenommen. Man hat ja den Waldumbau schon von der Fichte weg vorangetrieben. Das macht man schon seit 20, 40 Jahren, je nachdem in welcher Region. Ja? Und drum hätte es noch schlimmer kommen können, wenn wir noch mehr Fichte gehabt hätten. Wir hatten immer noch viel Fichte, aber nicht mehr so viel wie historisch. Und da hat man einiges entschärft durch eben die Entwicklung der letzten 40 Jahre in der Forstwirtschaft. Bei der Kiefer ist es eben noch nicht so. Bei der Kiefer ist der Waldumbau noch nicht so weit, weil man schlicht und ergreifend in Regionen wie Brandenburg auch einfach gar nicht weiß, was man denn da alternativ bitte schön für Kiefer hinstellen soll. Es gibt ein paar Theorien, es gibt ein paar Ideen, so eine richtig gute Lösung, mit der man auch Geld verdienen kann oder hochwertiges Bauholz zur Verfügung stellen kann, das kann man so oder so interpretieren, schwierig. Ja, ich kenne die Lösung nicht und ich will da auch gar nicht groß rum interpretieren, weil es eine unglaublich schwierige Frage ist, die noch viel Forschung bedarf und sehr intensiv von echten Experten für die Böden und die Bedingungen in Brandenburg besprochen wird. Und das bin ich schlicht nicht. Also alles, was ich dazu sagen könnte, wäre euch eine Zusammenfassung zu geben, was da gerade diskutiert wird. Und das habe ich jetzt gerade auch getan. So, wir kommen zu dem historischen Dingens. Und den anderen Nadelbäumen. Andere Nadelbäume, wie gesagt, groß, viel Lärche, viel Douglasie, viel Tanne. Und das ist halt schwierig. Es ist also echt jetzt hier ein Problem, dass wir es mit einem bundesdeutschen Durchschnitt zu tun haben in dieser Grafik. Denn wo es Tanne gibt, spielt sie eine große Rolle. Überall sonst gibt es keine Tanne, in Anführungszeichen. Weshalb hier also ganz stark von Bundesland zu Bundesland schwankend ist. Baden-Württemberg mit einem echt hohen Tannenanteil von 20%, stellenweise, ja, manchmal auch nur 15, manchmal nur 10, aber mit einem bundesweit höchsten Tannenanteil, im Schwarzwald sogar manchmal 30%, ist hier ausschlaggebend für den Zustand der Tanne, wie es der Tanne in Baden-Württemberg gibt. Ist also für die Statistik ganz relevant, aber nicht für Gesamtdeutschland. Und auch der Douglasienzustand, ich sag mal so, ist nach wie vor stabil, ist nicht besorgniserregend, ist aber auch nicht großartig, was die Trockenresistenz von Douglasie angeht. Kein Grund jetzt zu sagen, oh nein, die Douglasie ist schlimm, 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 wir müssen sofort was anderes pflanzen. Auch kein Grund jetzt zu sagen, wir pflanzen nur noch Douglasie. Es ist irgendwo dazwischen. Ja? Ja, so ein, oh,
ganz okay ist immer eine unbefriedigende Aussage, aber das ist nun mal die Realität. Gleiches gilt für die Lärche, da kommt es massiv auf die Herkünfte an. Wo stammt denn das Saatgut der Lärche, die man gepflanzt hat, her? Oder ist es gar eine Lärche, die inzwischen schon aus Naturverjüngung von der Vorgängerlärche, die vor 200 Jahren oder was gepflanzt worden ist, also schon in der dritten Lärchengeneration im Idealfall sich befindet? Die sind meistens deutlich resistenter und deutlich besser aussehend als eben Lärchen, die man erst vor 40, 50 Jahren gepflanzt hat mit dem falschen Saatgut. Näheres dazu auch auf meiner Harzführung, muss ich jetzt hier auch nicht weiter ausführen. Also daher ist das eben sehr, sehr schwierig von der reinen Statistik her, ob diese Angabe grob stimmt. Aber grob wird sie es tun und grob kann man sagen, es geht den anderen Nadelbäumen außer Kiefer und Fichte tendenziell deutlich besser als ja, Kiefer und Fichte tatsächlich. Und das entspricht auch mehr oder weniger der Wahrheit. Ja, historische Darstellung, schönes Foto. Und dann kommen wir zu den Laubbäumen. Auch hier wieder diese tolle Grafik von hier jetzt 35% Schadanteil bis 5% Schadanteil. Das ist deswegen nötig, eben waren es noch 10 bis 30% mittlere Kronenverlichtung. Schadanteil ist gleich mittlere Kronenverlichtung. Ne? Weil hier ging es 1984 noch tatsächlich bei unter 10% los bei den anderen Laubbäumen. Drum muss das hier jetzt mit drin sein in der Grafik, weil es den Wert gab. Und leider muss man auch sagen, dass wir 2020 den bisher höchsten Schadanteil bei irgendwelchen Laubbäumen in der deutschen Geschichte, soweit wir das rekonstruieren können, vielleicht gab es mal noch eine schlimmere Phase, aber soweit wir es rekonstruieren können, tatsächlich im Jahre 2020 hatten. Und so gesehen hat sich der Buchenzustand doch jetzt erheblich verbessert von diesem 2020er Höchstanteil. Beschissen stand, hin zu einem bundesweit jetzt noch mal ein klein wenig verbesserten Zustand. Wobei auch nur bundesweit, zum Beispiel in Baden-Württemberg, hat sich der Buchenzustand eher noch mal einen Teil verschlechtert. Was schlecht ist, weil da wohne ich. Ne? Gut, Eiche ist die, ja, ich sag mal, hellgrüne Linie, schwankt auch stark hin und her. Das ist bei Eiche ein Stück weit, gehen wir inzwischen davon aus, normal. Das hängt immer davon ab, ob sie gerade viele Fressfeinde hat oder nicht. Die sogenannten Eichenfraßgesellschaften. Das ist ein ganzer Haufen verschiedenster Raupen. Der Eichenprozessionsspinner gehört dazu, von dem haben wir bestimmt schon mal was gehört. Der kann schwere Schäden hervorrufen, weil er Brennhaare hat, die man einatmen kann, die dann in der Lunge Schaden anrichten, auch auf der Haut durchaus fiese Reaktionen auslösen können. Und damit ist der Eichenzustand eigentlich häufig stark schwankend gewesen, gerade in den letzten Jahren. Wir haben witzigerweise auf 2020 sogar eine Verbesserung erlebt von 2019 aus. Dann ging es wieder ein bisschen hoch mit dem Schadlevel, jetzt ist es wieder ein bisschen runtergegangen, wobei man dazu sagen muss, das ist statistisch nicht sehr gut abgesichert, die leichte Verbesserung bei Eiche. Dazu kommen wir dann nachher noch. Andere Laubbäume, ja, ne, ist mehr oder weniger korrelierend mit dem Zustand der Buche, ne, relativ auffällig. Das ist übrigens 2003. Hier, das ist der andere Wert, der erste Wert in Anführungszeichen, wo es mit der Buche nach oben geschossen ist, beziehungsweise das ist 2004 der Wert hier. Aber 2003 war ein krasses Trockenjahr. Da hatten sie noch Wasser, in 2003 hatten sie noch Wasser von 2002, das war in Ordnung. Ja, das heißt, hier war noch Reserve und 2004, das war zwar wieder ein normales Jahr, aber da war keine Reserve mehr da und drum ist der Buchenzustand in Sachen schlecht, ja, dadurch die Decke geschossen. Es ist übrigens historisch auch die größte Verschlechterung von einem Jahr aufs andere, was den Buchenzustand angeht und das ist wichtig. Warum ist das wichtig? Weil wir beobachten können, das besprechen wir auch gerne bei der Buche direkt, dass die Buche, seit sie mitbekommen hat, dass es eine Klimaerwärmung gibt, die Wetterextreme, wie sie früher noch nie da waren, neuerdings zur Regel werden lässt, scheinbar, ja, seit sie das mitbekommen hat und damals extrem darunter gelitten hat, hat sie sich angepasst. Eins, zwei, drei. Es hat 3 Jahre gebraucht der Dauerdürre. Ja, viel schlimmer als die von 2003. Das war ja nur ein Jahr. Bis die Buche wieder auf so einem Schadniveau angekommen war, wie das im Jahr 2003 der Fall gewesen ist.
Vielleicht dazu später nochmal mehr. Aber lasst euch das erstmal auf der Zunge zergehen, das ist wichtig. Ja, und da sind wir auch schon bei der Buche. Wir stellen hier fest, dass wir deutschlandweit eine fette Zunahme des 10%-Wertes haben. Ja, hier ist ihr seht den Schatten da unten. Da haben wir also deutlich zugelegt. Es ist viel weniger in der gelben Stufe, aber leider auch in der beginnenden roten eine Zunahme. Aber vieles aus Gelb dürfte hier in die beginnende Grün gewandert sein. Die Buche ist grundsätzlich eine Baumart, die sich schnell anpassen kann. Das haben wir ja auch gerade gesagt. Und hat das wahrscheinlich getan. Dass sie eben vom, ja, mir geht es noch ganz gut, aber die Bedingungen sind schon ein bisschen suboptimal. Einige Exemplare der Buche zu, ja, mir geht es eigentlich prima, keine Probleme mehr, sich bereits regeneriert haben. Und das ist eine tolle Nachricht. Das ist eine ganz tolle Nachricht. Die ist statistisch auch nicht so gut abgesichert, weil auch hier ist es ja über Gesamtdeutschland, ne? Aber mindestens in einigen Regionen, dazu gehören zum Beispiel Hessen und Rheinland-Pfalz, haben wir wirklich eine sichtbare Regeneration der Buche, was auch an einem ganz wesentlichen Faktor liegt, der noch weiter unten gleich noch kommt. Ja? Also hier nochmal der Hinweis, dieses Dokument ist wirklich klasse, weil zu den wichtigsten Baumarten jeweils diese wunderbare Aufschlüsselung hier zu haben, das habe ich so noch nicht gesehen bisher. Also das ist wirklich ein klasse Dokument für den Erkenntnisgewinn. Andererseits, dadurch, dass es quasi fast keinen Text gibt, das ist es, muss man sich vielleicht ein bisschen intensiv mit dem Thema auskennen, um wirklich viel hier reininterpretieren zu können. Also für mich ist es eine Darreichung für Fachleute. Aber ja, gut, historisch. Und Eiche. Eiche, deutliche Zunahme hier, ungefähr gleich da. Leider katastrophale Abnahme da. Ja? Auch hier sehr, sehr interessant, dass sich hier enorm viel zugenommen hat, hier enorm viel abgenommen hat. Woran könnte das liegen? Na, der Balken war früher hier und ist jetzt da, ne? Oder umgekehrt. Also ihr wisst, was ich meine. Ne? Und wir haben leider hier eine Zunahme, aber hier dann wiederum eine ordentliche Abnahme und alles, was da hinten kommt, kannst du mehr oder weniger ignorieren. Schwierig. Eichenzustand ganz, ganz schwierig zu interpretieren. Netto hat er sich verbessert. Ja, das ist definitiv so. Im Durchschnitt hat er sich verbessert. Aber ganz große Unterschiede je nach Bundesland kommen wir auch noch zu. Gut. Andere Laubbäume, ja, dass es hier deutliche Abnahmen gibt. Und hier, da sind nicht mehr ganz so viele geworden, aber hier eben diese doch recht hohen Werte in dem Bereich, das ist ganz viel auch die Esche. Die Esche stirbt uns ja gerade weg, daher wäre es jetzt eigentlich ganz wichtig, andere Laubbäume einmal mit Esche, einmal ohne Esche zu haben. Das Bild ohne Esche würde nämlich erheblich besser aussehen mit nochmal erheblich dickeren Balken und die sind ja sowieso schon relativ dick hier im grünen Bereich. Gerade der hier mit 18,3% Flächen, das macht schon was her. Das macht schon echt was her. Und auch der da, ne, das ist ja nur geringfügig schlechter. Also wir haben einen absoluten Peak im sehr gesunden Bereich für andere Laubbäume. Und nochmal, würde man da die Esche noch rausnehmen, dann wäre der hier noch erheblich, also bestimmt so, und der hier eher noch deutlich abgeflachter. Weil die meisten wirklich toten Laubbäume, andere Laubbäume, die keine Buchen oder Eichen sind, sind Eschen. Bergahorn hat hier und da auch seine Schwierigkeiten, aber es würde sich noch erheblich verbessern. Also das müssen wir wissen. Die Eschen haben das Eschentriebsterben. Das ist eine Pilzerkrankung vom falschen weißen Stängelbecherchen ausgelöst. Und ja, befällt quasi von außen nach innen die Krone. Die Krone stirbt von außen nach innen ab, werden immer mal wieder die Blätter abgeworfen. Wir erkennen inzwischen einige resistente Eschen, die werden nachgezüchtet, die werden unter die kranken Eschen dann nachgepflanzt, um eben den Eschenbestand mit resistenten Eschen dann quasi wieder hochwachsen zu lassen. Das Problem ist lösbar. Es ist sogar besser lösbar, als wenn man die Natur selber machen lassen würde. Dann wäre die Esche nämlich hochgradig vom Aussterben bedroht und es könnte passieren, dass sie in Deutschland wirklich wegstirbt, von woanders im Laufe von Jahrhunderten bis Jahrtausenden wieder zuwandert. Ja, gänzlich global aussterben würde sie nicht, Fraxinus excelsior, unsere schöne Esche.
Aber hier können wir wirklich als Mensch mal was Gutes tun und das Aussterben dieser wunderbaren, zumindest das deutsche Aussterben dieser wunderbaren Baumart verhindern, indem wir eben durch moderne Forstpflanzenzüchtung, nicht Gentechnik, Forstpflanzenzüchtung, einfach nur Pflanzen gezielt miteinander kreuzen, gar nicht im DNA, im Erbgut rumfuschen. Pflanzenzucht machen wir, seit es uns gibt. Ne? Das ist seit der Jungsteinzeit bekannt, spätestens seit da. Das ist also eine ganz traditionelle Methode und nichts Böses dran, um der Esche eben zu helfen. Und da gibt es Fortschritte. Ja, ich bin auch zuversichtlich, dass man das Problem gelöst bekommt. Trotzdem wird der Eschenanteil, gerade die Alteschen, die werden drastisch abnehmen. Wir können von etwa 93 bis 97% Toteneschen ausgehen, bis wir es dann geschafft haben, eine neue resistente Generation zum Heranwachsen zu bringen und bis die dann groß ist. Erleben wir alle nicht mehr, ne? Außer Neugeborene. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle, an die Selbrigen. Vielleicht, wenn nicht andere Faktoren in Zukunft eben ein Grund sind, weshalb man Neugeborenen alles andere als gratulieren sollte. Vielleicht auch das, ne? Kann man sich jetzt streiten. Fruktifikation ist jetzt ganz, ganz wichtig, spielt bei der Fichte tatsächlich keine große Rolle, aber wir haben hier eine lustige Auflistung. Die Jahre, in denen die Fichte wirklich am Arsch war, um es mal deutlich zu machen, nämlich 2019, 18 ging es los mit dem Scheiß, mit der Scheißdürre. Ja? Das hat die Fichte 18 aber noch nicht gewusst. Sie hat Anfang 18 erst mal angefangen, normal zu fruktifizieren, sogar sehr heftig zu fruktifizieren. Ne? Das ist der höchste Balken insgesamt. Also Fruktifikation heißt Samenbildung, Zapfenbildung im Fall der Fichte. Ja. Und dachte sich noch, 18 würde ein gutes Jahr werden. Da sind viele Bäume drauf reingefallen, weil das Frühjahr war noch nass. Der Sommer und der Herbst waren dann das, was sie umgebracht hat sozusagen. Und wo die Käfer dann kamen und die Fichte aufgefressen haben. Weshalb 2019 die Fichte quasi nicht fruktifiziert hat. Ähnlich schlimm war das nur 2010, wobei man da nicht genau sagen kann, woran es eigentlich gelegen hat. Bei 2019 ist es relativ eindeutig. Und hat dann 2020, das ja einigermaßen auch beschissen war, hat sie die aber nicht mehr ganz so schlimm wie 18 und 19, hat sie eine sogenannte Notfruktifikation durchgeführt. Ja? Viele Fichten haben gemerkt, oh Mist, mit mir geht's zu Ende. Ich mobilisiere meine letzten Kräfte und schmeiß noch ein paar Samen runter, bevor ich selber umfalle, so in dem Stil, ne? Oder absterbe oder austrockne. Deswegen war 2021, obwohl das ein gutes Jahr gewesen ist, mal das eine gute Jahr zwischendurch in den letzten 5 Jahren, muss man so klar sagen. Ja? Übrigens, 2023 ist bisher auch in Ordnung. Bisher. Musste ich nicht so bleiben. Aber 2021 war eigentlich ein Erholungsjahr und das hat die Fichte eben auch genutzt, um nicht zu fruktifizieren, sondern sich zu erholen, um dann 2022, das zwar nicht gut war, aber auch nicht längst nicht so beschissen wie 18, ne, nochmal richtig was runterzuschmeißen. Vermutlich darf man auch diesen hohen Balken nochmal als Notfruktifikation interpretieren, weil eigentlich ein Balken in der Höhe zur Gesamtregeneration oder sowas wie hier der Fichte eigentlich vorteilhaft gewesen wäre. Aber ganz viel Spekulation meinerseits, meine Meinung zum Thema. Wenn ihr jemand anders, der sich damit beschäftigt, fragt, kriegt ihr vielleicht eine abweichende Meinung. Macht euch das sowieso immer klar. Das ist keine exakte Wissenschaft. Wir wissen nicht hundertprozentig, unter welchen Bedingungen die Bäume besonders viel oder besonders wenig fruktifizieren. Man kann da ein bisschen dann ruminterpretieren, man kann historische Daten auswerten. Letztendlich ist es eine hochkomplexe Thematik. Niemand, auch wenn das behauptet, wird euch dazu die reine Wahrheit erzählen können, die kennen wir noch nicht. Aber die Tendenz, wie ich sie wiedergebe, ist zumindest meiner Meinung nach durchaus ganz vernünftig. Gut. Hier haben wir jetzt ganz interessant den Anteil der Schadstufen nach Fruktifikation sozusagen. Ja? Also bei den Bäumen, ich erkläre euch das, wie man das liest, bei den Bäumen, die nicht fruktifiziert haben, waren 52% der Bäume im grünen Bereich. Das heißt, die, die nicht fruktifiziert haben, denen geht es klasse. Dafür haben sie aber keine Nachkommen erzeugt. Die, die ein bisschen fruktifiziert haben bei der Fichte, haben schon erheblich mehr gelitten. Es gibt also einen riesen Unterschied zwischen gar nicht und ein bisschen Samen bilden. Ja, und dann wird das immer schlimmer, je mehr Samen man bildet. Und das ist der Durchschnittswert über alle Bäume.
Das ist erstmal interessant, ne? Das kann man so nachvollziehen. Warum? Naja, wenn du mehr Energie in die Produktion von Samen steckst, dann hast du weniger Energie für alles andere. Heißt, ein Baum, der viele Samen produziert, hat weniger Energie, um zum Beispiel Harz zu produzieren, während ein Baum, also im Fall der Fichte ist das der einzige Abwehrstoff, den die hat, Universalmittel gegen alles, ist auch sehr effizient, solange man genug davon hat. Ja? Während die, die gar keine Samen produzieren konnten, natürlich die Möglichkeit hat, ein Harz ohne Ende herzustellen. Alles, was die hier an Harz produzieren konnten, mussten die hier quasi in Samen reinstecken und hatten dann entsprechend viel weniger Harzanteil und konnten sich gegen den Borkenkäfer eben so gut wie gar nicht zur Wehr setzen. Die hier schon. Ja, und das ist da der zentrale Unterschied. Ist aber etwas, was in der Strategie eines Baums, wenn man einem Baum eine Strategie unterstellen möchte, und das kann man ein Stück weit, auch wenn das alles lediglich durch die DNA, soweit wir das wissen, gesteuert wird, aber im Resultat ist es schon so, dass einzelne Baumindividuen aufgrund individueller DNA unterschiedliche Strategien fahren, weil die einzelnen DNA-Exemplare sozusagen das natürlich unterschiedlich steuern. So gesehen, in gewisser Weise haben Bäume eine Strategie, wenn man das so interpretieren möchte. Was noch nicht bedeutet, dass Pflanzen ein Bewusstsein haben müssen. Das ist ein Fehlschluss, ja. Das können sie vielleicht trotzdem haben, aber das kann man hiermit nicht belegen. So, nur bevor jetzt die Esoterik um die Ecke kommen. Kiefer, sehen wir, die hat eigentlich immer fruktifiziert. Wir haben keine Jahre mit dem Ausfall der Fruktifikation. Das liegt an der Biologie der Baumart. Die Kiefer ist ein Pionier. Sie hat eine geringe Lebenserwartung für einen Baum. Dafür hat sie immer eine hohe Fruktifikationsrate, auch für einen Baum, und lebt in der Zeit dadurch, dass sie nie lange irgendwo verbleibt, nie Jahrtausende alt wird, sondern dafür überall Samen hinschmeißt, in der gesamten Landschaft, wo gerade der Wald weg ist, keimen die dann auch. Ja, ist ein Lichtkeimer, ist eine Lichtbaumart. Das heißt, wenn irgendwo der Wald vernichtet ist, weil gerade die Fichte nebendran gestorben ist zum Beispiel, kann die Kiefer sich dahin samen durch ihre hohe Ausbreitungsgeschwindigkeit, durch jährlich jede Menge Samenproduktion, jede Menge bis hin zu zumindest einiges. Und damit überdauert sie über die Zeit, indem sie sich ständig vermehrt, nicht indem sie an einem Ort Jahrtausende rumsteht. Und das ist eine ganz andere Biologie, als sie eben die Fichte hat. Die ist so ein Intermediärbaum, so eine Mischung aus Pionier und Klimaxbaumart. Das ist das Gegenteil vom Pionier, derjenige, der ständig am selben Ort steht und kaum oder nur wenig Samen produziert, die dann auch nicht weit getragen werden. Zum Beispiel eine Eiche mit einer Eichel. Klar, die kann von einem Tier verbreitet werden, aber ansonsten fällt die einfach nach unten, dann liegt die da. Wenn nicht Tiere nachhelfen, was sie tun. Aber das ist ein anderes Thema und muss jetzt nicht hierher. Aber Fichte, ganz anderes Bild. Hin und wieder mal starke Jahrgänge mit viel Samenbildung, um eben auch sich auszubreiten. Aber die Fichte kann sich auch einzelne Jahre ohne Samenproduktion leisten, weil sie davon ausgeht, dass sie im nächsten Jahr noch lebt. Oder auch nicht, wie hier bei der Notfruktifikation, ne? Aber im Regelfall ist es so. Und da hat die Kiefer einfach eine ganz andere Strategie. Drum sollte der Einfluss der Fruktifikation auf den Kronenzustand der Kiefer auch nicht so einen hohen Einfluss haben, könnte man meinen. Und das gucken wir uns jetzt an. Und da sehen wir, so ist es auch. Der Anteil der supergesunden Kiefern ist nahezu völlig unabhängig davon, wie stark die fruktifiziert. Ja? Lediglich bei den das ist sogar andersrum. Witzigerweise ist der Anteil der mit den starken Kronenverlichtungen bei denen, die nicht fruktifiziert haben, sogar höher. Und wie können wir jetzt das interpretieren? Na, ganz einfach, wenn eine Kiefer so krank ist, dass sie einen hohen, also die Kiefernpopulation so krank ist, dass sie einen hohen Anteil der starken Kronenverlichtung hat, dann kann sie gar nicht mehr fruktifizieren. Sie würde vielleicht gerne, aber sie kann gar nicht mehr. Kiefer hört also erst dann auf zu fruktifizieren, was sich mit diesem Bild ja sehr gut spiegelt. Ne? Auch 2018, 19 hat sie fruktifiziert, 2020 auch, 2021 wieder und so weiter. Sie hört erst auf mit fruktifizieren, wenn sie quasi schon fast tot ist. Ja? Wenn in allen anderen Zuständen macht sie Früchte, macht sie sogar starke Früchte, und auch die stark fruktifizierenden haben eben einen relativ geringen Anteil von Rot, weil sie nur dann stark fruktifizieren konnten, wenn sie einigermaßen in Ordnung sind mit 12 plus 74, mit 86% der Gesamtkiefern, die stark fruktifiziert haben, befanden sich im okayen Bereich. Das ist eine Aussage, ne? Das macht auch wieder irgendwo Hoffnung, wenn einzelne Kiefern verloren gehen,
werden sie schon längst für Nachwuchs gesorgt haben, der woanders hochwächst, der besser angepasst ist. Kiefer ist eine sehr alte Baumart, gehört zu den ältesten, also wirklich ältesten, schon lange hier in Mitteleuropa anzutreffen. Baumarten, die wir überhaupt haben. Und damit hat sie auch genetisch, und als Nadelbaum ist sie sowieso viel älter als jeder Laubbaum, ja, muss nicht zwingend so sein, aber zumindest die Idee, das Konstrukt Nadelbaum, die evolutionäre Entwicklung des Nadelbaums ist viel älter als die der Laubbäume. Das heißt, die hat schon jede Menge Klima durchgemacht. Die DNA der Kiefer hat schon ganz viel erlebt, was Klimawandel, natürlichen Klimawandel wohlgemerkt, ne, den menschgemachten haben wir alle gleich viel erlebt, alle Bäume gleich viel, aber zumindest den natürlichen Klimawandel kennt sie. Und wenn es da auch schon mal starke Klimaschwankungen gegeben hat, die es gegeben hat durch zum Beispiel Vulkanausbrüche und derlei Späße, hat sie das schon mal erlebt und damit muss man ihr auch wegen der Tatsache, dass die Ausbreitung nicht unter Trockenstress oder beziehungsweise schon drunter leidet, aber nicht wirklich gefährdet ist, wie wir dann wieder hier sehen können, muss man der Kiefer auch noch kein Grab schaufeln. Muss man wirklich nicht. Drum gibt es eben auch eine Fraktion von Fortleuten, die zum Beispiel für Brandenburg sagt, ja, Waldumbau wäre schön, aber ich glaube, unsere Kiefer hält es auch noch eine Weile durch. Und das wäre gut, weil wir ja keine Baumart wissen, die wir alternativ zur Kiefer, zum Beispiel in Brandenburg und Berlin drumherum, solche Sachen, solche Orte hinstellen können, die wirklich signifikant viel besser wäre als die Kiefer. Vorsichtig ausgedrückt. Ne? Es gibt ein paar Kandidaten, aber das müssen wir auch wieder nicht weiter ausführen. Sonst geht das hier nämlich bis übermorgen. Buche. Buche hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten ein deutliches mal viel, mal wenig, mal viel, mal wenig, mal viel, mal wenig Muster. Das ist dahingehend interessant, dass das noch vor noch längerer Zeit, als man das in den 70ern mal untersucht hat, in den 60ern einmal untersucht hat, leider gibt es da nur sehr wenig Untersuchungen, sehr dünne Datenlage, sah es eher so aus, als würde sie jedes dritte Jahr stark fruktifizieren, 2 Jahre kaum, dann wieder ein gutes und immer so weiter. Inzwischen ist es ein ständiges Abwechseln von starkes Jahr, schwaches Jahr, starkes Jahr, schwaches Jahr, starkes Jahr, schwaches Jahr, starkes Jahr, schwaches Jahr. Und dementsprechend habe ich befürchtet, dieses Jahr wieder ein sehr starkes Jahr. Warum habe ich das befürchtet? Das sehen wir gleich, aber es hält sich in Grenzen. Ich hatte Angst, dass 2022 in Balken wie zum Beispiel der hier 2011 bei rumkommt. Ja, der ist zwar immer noch recht hoch, aber es hätte wirklich stärker sein können, schlimmer in Anführungszeichen sein können. Warum schlimmer? Da scrollen wir eins runter und sehen hier den deutlichsten, wunderbar gestuften Zusammenhang zwischen Fruktifikation und Schaden am Baum. Starke Fruktifikation führt zu 81% deutlichen Schäden. Heftig, ne? Also die Buche ist mit Abstand die am stärksten von ihrer eigenen Fruktifikation geschädigte Baumart, die wir in Deutschland haben. Sie ist massiv von ihrem Kronenzustand abhängig und das kann von einem Jahr aufs andere eben ständig hin und her switchen, ob und wie viel sie gerade an Bucheckern produziert. Ja? Und das macht es außerordentlich schwierig einzuordnen, ob man jetzt die Buche in der Zukunft noch als Global Player, der sie momentan noch ist und der sie die letzten Jahrhunderte und Jahrtausende auch war, sie ist die erfolgreichste Baumart Deutschlands, sie wäre flächenmäßig die mit Abstand häufigste Baumart, wenn wir nicht forstlich eingegriffen hätten. Man darf von etwa 85-75% Buchenwaldfläche im natürlichen deutschen Urwald vor den Römern sozusagen ausgehen, der immer noch schon auch vom Frühmenschen, also von den Jungsteinzeitlern spätestens auch ein bisschen geprägt war, aber einen großen Einfluss werden die wahrscheinlich noch nicht gehabt haben, wie auch immer. Deutschland ist Buchenland, das ist definitiv so. Je nachdem, wie man fragt, sogar bis zu 95% der Waldfläche, alles Buchenwald-Derivate. Tatsache erstmal, ne? 75 bis 95 irgendwo in diesen breiten Ordnungen, aber dann sind immer noch die Buchen sehr stark dominierend, selbst bei 75%. Da die Buche deutliche Schäden im Kronendach aufweist, hatten wir uns große Sorgen gemacht um die Buche. Ich habe es auch getan. Ihr werdet es, wenn ihr mir schon länger folgt, mitbekommen haben. Die Tatsache, dass immer deutlicher wird, wie sehr die Fruktifikation da einen Einfluss hat, ohne die Buche aber auch gleichzeitig umzubringen, weil wir die letzten Jahre auch nicht sehen konnten, dass hier furchtbar viel mehr gestorben wäre und trotzdem ist die Fruktifikation noch möglich und im nächsten Jahr stirbt aber nicht nochmal furchtbar mehr, das macht eher Hoffnung.
Ja, also die Buche scheint es zu überstehen, auch wenn sie Jahre hat, in denen sie so stark fruktifiziert, bedeutet das nicht, dass hinterher alle, die das gemacht haben, automatisch tot sind, sondern ganz viele aus dem beginnenden roten Bereich. Ja, wir wissen ja, das ist ein breites Spektrum von 40 bis 100 gefühlt, nicht ganz, ja doch ungefähr, das eben diesen roten Bereich ausmacht. Und die sind meistens ja nur im Anfang des roten Bereichs und können dann im nächsten Jahr, wenn sie so eher schwach bis gar nicht fruktifizieren, problemlos in den gelben oder gar eben in den grünen zurückkehren. Gerade wenn das ein vitaler, prinzipiell vitaler Baum mit einer guten Wasserversorgung, mit einer guten Wurzelentwicklung, mit einer intakten Krone, ohne dass da irgendwelche Äste rausgebrochen werden oder ähnlichem ist. Das beobachte ich auch immer mehr bei meinen Waldaufenthalten, also beim praktischen draußen rumrennen. Und das muss ich jetzt an der Stelle noch erzählen. Ich hatte wunderbarerweise im Februar die Möglichkeit, mal den Professor Roloff zu fragen, was er denn vom Buchenzustand hält. Professor Roloff ist, ja, das darf man natürlich so nicht sagen, aber der amtierende Baumpapst sozusagen. Ja, also vielleicht mit meiner Meinung nach ist das, kann man sich wie gesagt streiten, ich will den anderen nichts Böses, aber der beste Forstbotaniker, den Deutschland gerade zu bieten hat. Und wenn es jemanden gibt, den man zum Zustand der Buche fragen sollte, wenn man die bestqualifizierteste Antwort von Deutschland haben möchte, dann ist es Andreas Roloff, meiner persönlichen Meinung nach, ne? Ich bin ein Fan. Und er meint, O-Ton, ja, abschreiben müssen wir die Buche noch nicht. Er sieht den Zustand kritisch, wortwörtlich, hat er so gesagt, aber sie hat quasi die gleichen Gedanken wie ich, weshalb man die Buche, beziehungsweise heute habe ich meine bei ihm geklaut, kann durchaus sein. Aber wir sind uns mehr oder weniger einig, dass man die Buche noch nicht abschreiben muss. Der Zustand der Buchenverjüngung, die ganz jungen Buchen, der ist nämlich hervorragend. Da hat er Messungen angestellt oder anstellen lassen, der Professor Roloff, und kam zum Ergebnis, dass sie teilweise bis zu einen Meter, das ist irre, Trieblängenwachstum als junger Baum hatten. Also wirklich saumäßig hoch. Die jungen Buchen müssen also eine extreme Anpassungsfähigkeit an den superschnellen Klimawandel besitzen, die sie jetzt ausleben, was wir eben, wie gesagt, bei den ganz jungen Buchen, ne, mannshoch und ein bisschen höher, jetzt beobachten können. Und in vielen alten Buchenbeständen, von denen es nicht allzu viele gibt, aber die, die es gibt, die sind recht bekannt und ich habe mir sehr viele davon angesehen, stellen wir fest, dass die Verjüngungs-, also stelle ich fest, der Herr Roloff auch, die Verjüngungssituation wirklich ganz hervorragend ist. Und drum bin ich, was den Zustand der Buche angeht, in den letzten Jahren doch wieder optimistischer geworden, nachdem ich mir sehr große Sorgen gemacht habe. Mag sein, dass die alten Buchen irgendwann weg sind. Das ist sogar sehr wahrscheinlich. Aber da kommen junge, super angepasste, hervorragend wachsende Buchen nach, was bedeutet, dass wir die Buche eben auch als Zukunftsbaum für das klimagewandelte Deutschland sozusagen auf jeden Fall nicht abschreiben dürfen. Auf gar keinen Fall. Wir müssen weiter der Buche die Treue halten, sozusagen uns darauf verlassen, dass es Gründe gab, weshalb die mal zur dominantesten Baumart in Mitteleuropa geworden ist. Ja, natürlich gab es dafür Gründe, weil sie am besten angepasst war. Ja, und wenn jetzt eine starke Änderung einpasst, kann es natürlich sein, dass diese Anpassung weg ist. Aber die Buche ist nicht nur am besten angepasst gewesen, sondern sie ist vermutlich auch am anpassungsfähigsten. Und das ist was, was wir in der Zukunft brauchen. Wir brauchen Baumarten, die anpassungsfähig sind. Nicht nur, wäre natürlich schön, wenn auch, aber nicht nur angepasst. Weil angepasst heißt, du kommst mit den jetzt herrschenden Bedingungen perfekt klar. Ändern sich die, bist du nicht mehr angepasst, bist du tot. Und drum ist Anpassungsfähigkeit sozusagen die Tugend, die man vor der Angepasstheit pflegen sollte, sozusagen. Hier die Eiche. Das ist besonders spannend, dass die 2018, das war einfach für die Eiche ein wunderbares Frühjahr, die größte Fruktifikation hingelegt hat, die man bei der Eiche je gesehen hat seit 1999. Länger wurde das nicht beobachtet, ne? Und sie hat es bereut, sozusagen. Ja, also der Zustand der Eiche hat sich nach 18 auch massiv verschlechtert. Das mag mit dieser Rekordfruktifikation in Verbindung stehen, das wird es mit ziemlicher Sicherheit. Aber seitdem auch immer wieder hohe Fruktifikationen, so auch letztes Jahr. Möglicherweise zählt das mit zur Notfruktifikation, ne? Notfruktifikation ist ja prima, dass der Baum das kann.
Nur das Doofe ist, in einer Welt, in der wir auch selbst nachpflanzen würden, sind Bäume ja nicht mehr darauf angewiesen, sich in bestimmten Jahren besonders intensiv zu vermehren. Wir könnten helfen, wenn einmal ein bisschen die Vermehrung ausfällt. Ein bisschen helfen, wohlgemerkt. Ja? Wenn die Eichen gar keine Eicheln produzieren, dann haben wir auch keine Eicheln, die wir pflanzen können. Man kann nämlich Eicheln nicht ewig lange lagern. Das heißt, es gibt keinen riesigen Vorrat an Eicheln-Saatgut, der irgendwo in einem Bunker schlummert und darauf wartet, dass in einem Jahr, wo die Eiche besonders gelitten hat, wir ganz viele Eichen nachpflanzen. Das können wir schlicht nicht, weil wir frische Eicheln aus dem entsprechenden Jahr beziehungsweise aus dem Vorjahr brauchen, um die wirklich vernünftig pflanzen zu können. Und das ist auch ein bisschen was, was einem bei der Eiche Sorge bereiten darf. Tendenziell sind die Prognosen, was die Zukunft der Eiche angeht, so, dass sie auf vielen Standorten sogar besser angepasst sein wird als die Buche. Das heißt, der Eichenwaldanteil in Deutschland wird tendenziell eher zunehmen und unter den Hauptbaumarten ist die Eiche, auch wenn die Vergangenheitswerte nicht immer das anzeigen, rein von der Klimaprognose her die einzige, die sich vom Verbreitungsgebiet her eher ausweiten wird. Drum würde ich mir um die Eiche auch erstmal keine Sorgen machen. Starke Schwankungen des Kronzustands und der Fruktifikation sind bei Eiche auch, habe ich ja schon erwähnt, davon abhängig, ob sie halt gerade ein gutes Jahr für die Fraßgesellschaft hat oder nicht. Ja, die Fraßgesellschaft heißt eben all die an der Eiche rumfressenden, die mal gemeinsam in einem guten Jahr sehr viel Schaden anrichten und im nächsten Jahr dann meistens weniger. Bis hin zu keinem, hoffen wir mal, dass das bald mal wieder der Fall ist, dass gar nichts passiert. Gut, hier ist auch ein relativ egaler Anteil der Tatsache, dass die Eiche fruktifiziert oder nicht fruktifiziert, festzustellen. Das kann man so als eine Mischung zwischen Kiefer und Fichte grob interpretieren. Etwa so sieht statistisch auch aus. Interessant ist aber bei denen, die stark fruktifiziert haben, dass gar keiner mehr im grünen Bereich ist. Ja, und die ohne zwar vom Roten her sehr vergleichbar sind mit dem Starken, aber die haben noch einen gesunden Anteil. Es gibt also zwei Möglichkeiten, warum du nicht fruktifizierst, weil du ein gesunder Baum bist und einfach gerade keinen Bock hast sozusagen, oder weil du es schon nicht mehr kannst, weil du schon zu krank bist, um noch zu fruktifizieren. Hier gibt es also quasi beide Interpretationsmöglichkeiten. Die Eiche ist eine sehr alte Baumart, auch viele verschiedene Arten mit dem Leben klarzukommen, angepasst, und Eichen haben nicht die eine Überlebensstrategie, die für alle Eichen gilt, sondern sie haben ganz oft auch eine individuelle. Es gibt ja gerade bei der Eiche, die ja tatsächlich die 1000 Jahre potenziell erreichen kann, vom Alter her, gibt es ja ganz viele herausragende Baumexemplare, die irgendeine ganz besondere Lebensweise aufweisen, die die Kollegen so nicht haben. Persönlich meine Buttert-Eiche, die ich ja sehr verehre und da immer wieder gerne vorbeischaue. Der ein oder andere von euch hat es mal mitbekommen, es gab ein Video dazu. Der ein oder andere hat sie vielleicht auch mal persönlich gesehen. Die ist ein prominentes Beispiel. Gut, andere Laubbäume, da das ein bunter Mix durch alles ist, möchte ich das einfach mal ignorieren. Schwer zu sagen, was da wie, aber grob ist der Trend erkennbar. Ne? Die ganz grobe Treppe, ganz grob hier beim Gelb ganz gut zu sehen, beim Grün ganz gut zu sehen. Ja, das ist halt der Standard. Je mehr du fruktifizierst, desto weniger gut ist dein Kronendach ausgeprägt. Ne? Ist ja auch logisch, dass das meistens so sein wird. Jo, wir kommen hier zum Einfluss des Alters. Dazu der Text. Ältere Bäume sind in der Regel stärker von Kronenverlichtung betroffen als jüngere. Dies wird in der folgenden Abbildung deutlich. Den Anteil der Schadstufen 2 bis 4 jeweils getrennt nach Bäumen bis zu 60 Jahre und älteren Bäumen zeigt. Das heißt, den Wert, den wir hier sehen, zum Beispiel hier eine 12, da eine 53, hier eine 60, da eine 18 und so weiter. Auch der Durchschnittswert, der irgendwo dazwischen liegt, hier zum Beispiel bei ziemlich genau 40. Das ist jeweils der Anteil der Bäume mit Schadstufe 2 bis 4. Also alle außer die super, super vitalen auf gut Deutsch. Die sind schon von vornherein rausgenommen. Und hier stellen wir eben fest, dass erstens mal der Anteil der jungen Bäume, das sind hier diese hellgrünen, natürlich deutlich geringer ausfällt als der Anteil der über 60-jährigen Bäume. Da gibt es schon recht viele, die irgendwo über 60 sich befinden. Ist ja auch ein breiteres Spektrum als bis 60. Und der Anteil der jungen Bäume, die eine hohe Schadstufe aufweisen, ist gravierend geringer als die Schadstufe der alten Bäume.
Also gerade jetzt konkret für 2022 befinden sich 12% der jungen Bäume sozusagen in der Schadstufe 2 bis 4 und 53% der alten Bäume über 60 in der Schadstufe 2 bis 4. Und das soll einfach verdeutlichen, dass es den jungen Bäumen erheblich besser geht als den alten Bäumen. Mehr oder weniger. Das brauchen wir uns dann auch nicht weiter angucken. Gleiches Bild bei der Kiefer. Hier aber deutlich ausgewogener, dass das Baumalter viel weniger Einfluss auf den Zustand der Baumart hat. Ein besonders krasses Jahr war 1991. Das kann ich eigentlich fast nur als Messfehler interpretieren. Da muss irgendwas schiefgelaufen sein. Das verstehe ich sonst beim besten Willen nicht, warum da die jungen Bäume, oder sind da gerade vorher ganz viele alte Kranke gestorben? Schwierig. Ja, so ein krasser Ausreißer ohne einen besonderen Grund, vielleicht kenne ich ihn auch einfach nicht, schwierig. Egal, jedenfalls zumindest hier ist es deutlich, dass eben das Baumalter viel weniger Einfluss hat. Warum ist das so? Na, weil das ein Pionierbaum ist und der sowieso nicht alt werden soll. Das heißt, bevor die ein super hohes Alter erreichen, sind die eh tot. Und Kiefer hat damit einen viel höheren Anteil junger Bäume an der Gesamtzusammensetzung der insgesamt vorhandenen Bäume, als das zum Beispiel bei der Fichte der Fall ist. Fichte kann 500, 600 Jahre alt werden. Teilweise auch nochmal deutlich älter, wie Old Tico zeigt. Das ist ja der amtierend älteste Baum, Einzelbaum der Welt, was ja nach wie vor immer sehr umstritten ist. Aber man hat mal eine Wurzelholzuntersuchung durchgeführt und kam auf knappe 10.000 Jahre, steht in Schweden. Und gerade das ist unrealistisch, weil in Schweden ja Eiszeit und so weiter noch gar nicht so lange her ist. Und ja, die Daten stimmen, die Daten kannst du eigentlich nicht anzweifeln, aber so richtig viel Sinn ergibt es trotzdem nicht. Deswegen ist Old Tico immer noch was für sehr viel Verwirrung unter meinesgleichen sorgt. Gut, wir kommen zu anderen Nadelbäumen. Da sehen wir, dass es eher wie die Fichte aussieht. Die Kiefer ist in der Hinsicht also wirklich eine große Ausnahme. Insbesondere Tanne ist auch ganz klar, die jungen Tannen sehen viel besser aus als die alten Tannen. Tanne kann auch wahrscheinlich sehr, sehr alt werden. Ja, nachweislich mindestens 500, locker auch 600, 700 könnte ich mir vorstellen. Dann ist auch wieder Schluss. Ungefähr. Ja, außer es sind so ganz seltene super Ausreißer. So, bei der Buche nicht ganz so dramatisch. Buche ist auch eine Baumart, die eigentlich selten super, super, super alt wird. Und da haben wir ja, das habe ich ja eben schon erzählt, eben diese krasse Differenz zwischen den hochvitalen, unglaublich gesunden, wahnsinnig schnell wachsenden Jungbuchen, die richtig jungen, ja, die noch ganz klein, die höchstens 10 Jahre alt sind, und eben den zum Teil leider katastrophal aussehenden Altbuchen, die es oft gibt. Nicht nur, und hier und da sind es auch mal noch ganz okay, aber leider auch oft. Und daher auch das haben wir quasi schon besprochen. Eine krasse Differenz zwischen Jung und Alt bei der Eiche, mal sehr deutlich, mal weniger deutlich, ist im Grunde ähnlich wie bei der Buche, nur mit dem Unterschied, dass junge Eichen zwar aufgrund ihrer hohen Anpassungsfähigkeit, da es die Eiche ja evolutionär gesehen auch sehr schon gibt, lange gibt, eben da wahrscheinlich viel gelernt haben, obwohl die Eiche nachweislich 1000 Jahre vermutlich alt werden kann. Wir haben momentan keine 1000-jährige Eiche, zumindest nicht in Deutschland, aber spricht nichts dagegen, dass sie die 1000 erreichen könnte. Nur weil es gerade keine gibt, heißt das nicht, dass das nicht so ist. Ja, müssen wir halt nochmal 200 Jahre warten. Dann gibt es bestimmt eine 1000-jährige. Oder gar keine mehr. Ja, lassen wir das. Andere Laubbäume, buntes Bild, bunte Mischung, sehr, sehr ausgeglichen. Da ist alles Mögliche dabei. Schwierig, da eine Aussage zu machen. Ne? Die Absterberate, das ist jetzt nochmal ein ganz wichtiger Dreh- und Angelpunkt in diesem Beitrag. Denn da sehen wir, das ist ein eindeutiges Zeichen dafür, dass es dem Wald tatsächlich nicht gut geht, weil das muss ich nicht mal interpretieren, das seht ihr sofort. Die Absterberate befand sich immer auf einem netten Niveau, so um die 0,3, 0,2, bis dann eben die große Katastrophe über uns hereingebrochen ist und die Absterberate sich quasi ins Bodenlose nach oben katapultiert hat. Hätte noch schlimmer sein können. Wir finden hier bei der Grünen die Nadelbaumarten, da ist vor allen Dingen die Fichte natürlich der Treiber des Absterbens, ein Stück weit auch die Kiefer, den höchsten Wert überhaupt. Er liegt bei 2,3, würde ich das interpretieren wollen, ungefähr im Jahre 2020 tatsächlich. Also alle Spätschäden aus 18 und 19 haben sich akkumuliert und im Jahre 20 dann zum größten Tod sozusagen geführt, den
den wir historisch im Wald jemals beobachtet haben, durch ein natürliches Ereignis. Es gab schon Fälle, wo es noch mehr Tod gegeben hat, aber da haben wir die Bäume einfach umgesägt. Da wissen wir, wer schuld ist. Hier sind wir natürlich mittelbar auch irgendwo dran beteiligt am Schuldsein, aber es ist trotzdem ein Naturphänomen, was hier diese außerordentliche Absterberate bei Bäumen erzeugt hat. Und der andere Peak, der historische, bei 1993 ist das, glaube ich, oder was, meines Wissens war das Kyrill oder so, war jedenfalls ein Sturm, nagelt mich nicht fest, welcher. Und lustigerweise war zum Beispiel Lothar, der war 1999 bzw. 2000, fast 2000, der hat hier fast keinen Peak hinterlassen, weil der hat die Bäume entweder direkt rausgeworfen und dann waren sie schon nicht mehr in der Statistik. Oder war halt zu regional, nämlich im Wesentlichen Nordschwarzwald und Südschwarzwald natürlich auch teilweise. Und dann viel mehr Gebiete hat er gar nicht so stark betroffen, dass es ein großes Problem für den Wald gewesen wäre. Ja, hier regional bei mir, Lothar, ganz krass gewesen. Drum vermisse ich ihn ja ein bisschen in der Statistik. So, wichtig ist die Absterberate. Ist der Anteil der Bäume in der Stichprobe, die zur Zeit der Erhebung noch stehen, jedoch seit der vorhergehenden Erhebung abgestorben sind. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Absterberate bei der Fichte, der Kiefer und den anderen Nadelbäumen ist sie leicht gesunken. Bei der Baumarten Buche, Eiche und anderen Laubbäumen hingegen sank die Absterberate. Das sehen wir gleich noch ein bisschen. Wichtig ist, hier sind nur drin die Bäume, die im Vergleich zum Vorjahr noch stehen, aber inzwischen tot sind. Das heißt, längst nicht jeder tote Baum ist davon betroffen. Und es gibt einen Haufen Bäume, die gestorben sind, weil sie umgefallen sind, die in dieser Statistik nicht vorkommen. Weshalb auch ein krasses Sturmereignis zwar Spätfolgen hat, dass stehende Bäume noch absterben, weil sie den Sturm zwar erstmal stehend überlebt haben, aber starke Schäden erlitten haben und daran gestorben sind, dann kann ein Sturm hier sich abzeichnen. Aber wenn die Bäume alle nur umgeworfen worden sind und hinterher gar nicht vertrocknet oder sonst wie geschädigt worden sind, dann kann ein Sturm, der sehr viele tote Bäume verursacht hat, wie Lothar, eben hier auch gar nicht drin vorkommen in der Statistik. Das ist ein bisschen ein Schwachpunkt. Drum muss man sagen, die Absterberate ist natürlich schön, um sie über die Jahre zu vergleichen. Und dieser Ausreißer hier nach oben ist selbstverständlich deutlich und besagt auch, dass wir ein Problem haben. Aber die Absterberate ist leider nicht ganz universell anzuwenden, um alles damit zu klären. Ja. Und ich habe selber auch einen Fehler gemacht die letzten Jahre, da bin ich in den Kommentaren darauf hingewiesen worden und möchte den gerne korrigieren. Wenn wir eine Absterberate von, sagen wir mal, 2,5% haben, dann heißt das nicht, dass in 10 Jahren 25% der Bäume gestorben sind, wenn die so bleiben würde, sondern das heißt, es sind jedes Jahr 2,5% der noch verbliebenen Bäume gestorben. Da das immer weniger werden, beziehungsweise sich die Grundgesamtheit ändert, kann man das nicht ganz so hochrechnen, dass man einfach sagt, mal 10, dann hat man den Wert für 25 Bäume tot in 10 Jahren. Das wäre mathematisch nicht korrekt, ne? Nur der Vollständigkeit halber. Ändert allerdings bei diesen vergleichsweise kleinen Zahlen über ein paar Jahre betrachtet nur wenig. So, Absterberate Kiefer, Fichte. Da sieht man auch, wer besser performt hat. Ne? Kiefer, bisschen erhöhte Absterberate. Die kommt zu großen Teilen durch das große Kiefernsterben bei mir, bei Karlsruhe, Mannheim und Frankfurt, so in dem Bereich. Da kommt dieser riesen Peak zustande. Andere Region ist gar nicht so schlimm, denn abgebrannte Kiefer zählt nicht mit. Das ist auch wieder so ein Problem. Ne? Abgebrannt. Wenn es dann umgefallen ist oder umgefallen wurde, dann kommt es hier wieder nicht in die Statistik. Übrigens auch nicht in diese Statistik kommt ein gefällter Baum, weil der steht ja auch nicht tot in der Gegend rum. Dafür gibt es noch extra Statistik. Bei Laubbäumen, der eine Ausreißer sind hier andere Laubbäume und das ist nahezu ausschließlich die Esche, die hier für diesen Ausreißer verantwortlich ist. Das muss man wissen, sonst fragt man sich, was ist denn da los? Und jetzt ist halt der Knackpunkt Ausscheiderate und Totholzanteil. Die Ausscheiderate,
geben an, welcher Anteil der Bäume, die den vorherigen Erhebungen noch gelebt haben, seither entweder abgestorben sind, gefällt wurden oder aus anderen Gründen aus der Stichprobe ausgeschieden sind. Das heißt, wir haben hier mit der Ausscheiderate tatsächlich einen Anteil, einen Wert für Bäume, die weg sind. Und da können wir sehen, dass gar nicht so krasse Anstiege über die Zeit zu verzeichnen sind. Das heißt, der Unterschied zu zum Beispiel 2017, 2016, insgesamt weg Bäume, im Vergleich zu jetzt hier zum Beispiel 2022, insgesamt weg Bäume, da ist der Unterschied nicht so gravierend, wie das bei hier noch zum Beispiel bei der Absterberate der Fall war. Aber gucken wir mal hier, dieses Grün hier. Das links unten grün, geplante forstliche Nutzung. Das ist was, was die letzten Jahre, die Jahre, wo sonst nicht viel passiert ist, mitunter sehr hoch gewesen ist, weil du hast regulär deine Forstwirtschaft machen können, wie sich das gehört sozusagen. Und der Anteil der abiotisch bedingten Ausfälle, Windwurf oder Vertrocknen, der war selten so hoch wie eben seit 2018. Ja. Da muss man also deutlich noch mal ein bisschen in die Statistik reingucken. Bisher, da hatten wir nur ganz wenig, ganz wenig, ganz wenig. Das berühmte 2003, die 2003-Folge ist hier mit 2005 abzusehen. Von 2003 sind die Spätfolgen wahrscheinlich hier irgendwo eingetreten. Ja. Das kann ich anders nicht erklären, warum das 2007 hier so deutlich ist. 2003 ist hier, da war dann 4, ne? Also gar nicht so deutlich, aber hier, ne? Das sind ja Abgestorbene, abiotisch Abgestorbene. Das heißt, wir hatten also deutlich nach hinten verlagerte Spätfolgen, die vermutlich mit 2003 in Verbindung stehen. Aber das ist auch wieder schwierig zu interpretieren und mehr möchte ich da auch gar nicht reininterpretieren. Nur macht euch klar, die Absterberate ist ein super Maß, um unterscheiden zu können, ist gerade was Schlimmes im Wald am passieren. Ja? Da funktioniert die top. Keine Frage. Aber man kann sie nicht aufsummieren und sagen, wenn das so weitergeht, sind so und so viele Bäume bald tot, da müsste man das hier aufsummieren. Ja, das wäre dann schon deutlich korrekter. Und hier können wir natürlich gegensteuern, indem wir geplante forstliche Nutzung deutlich reduzieren. Was hier zum Beispiel passiert ist, ne, das ist nicht mehr ein sehr großer Balken. Da gab es Jahre, da waren die erheblich größer. Auch eben der Vergangenheit so um 2000 rum, mehr oder weniger. Und das ist ein Problem, weil wir brauchen ja Holz als Rohstoff. Und drum sind solche Kackjahre wie die letzten Jahre echt schwierig. Nicht nur, weil Wald verloren geht, sondern auch, weil Rohstoff fehlt. Ja, und hier haben wir jetzt nochmal Ausscheideweise aller Baumarten. Da könnte man jetzt denken, dass auch in den letzten Jahren der gelb gefällt entnommen Anteil außerordentlich hoch ist. Das heißt, die Forstwirtschaft war zu gierig und hat einfach Bäume gefällt und entnommen. Stimmt nicht, wird ja nicht unterschieden, ob die Bäume, als sie gefällt und entnommen wurden, noch gelebt haben. Also ein extrem hoher Anteil der gelben Balken, immer, ne, durch die Bank. In manchen Jahren ist er wirklich viel, viel, viel höher, in anderen Jahren ist das nicht. Macht aus, die Bäume, die ohnehin gestorben werden, die gefällt und entnommen worden sind. Heißt, eine Fichte, die gerade vom Borkenkäfer gefressen wurde und jetzt noch 2 Jahre braucht, bis sie endgültig tot ist, die kannst du auch jetzt schon fällen, bevor der Borkenkäfer sich vermehrt und ausfliegt und überall sonst rumschwirrt. Und drum ist es durchaus sinnvoll, hier jetzt dann viele Bäume zu fällen und zu entnehmen, gerade weil die Käferbäume ja auch aus dem Wald raus müssen, damit der Käfer nicht überall rumfliegt und ausschwirrt. Rumschwirrt und na, was auch immer. Ja. Stehend lebendig, ne, das ist nicht viel. Ausscheideweise aller Bäume, also im letzten Jahr noch stehend lebendig, jetzt auf einmal tot. Kronenstammbruch als Todesursache, stehend tot, weiß ich auch nicht so genau. Und ehrlich gesagt, ohne weitere Angaben, ist das vielleicht die Grafik, mit der ich am unzufriedensten bin in der ganzen Publikation. Die ist außerordentlich schwierig einzuordnen, was die genau aussagen soll. Ja, machen wir weiter, ne? Totholz,
Ja, es gibt viel Totholz die letzten Jahre, überraschend, ne? Viel gestorben, viel liegen geblieben, viel Totholz. Manches nicht geholt, weil wäre zu teuer gewesen. Außerdem der Holzpreis, gerade um diese Jahre hier, da in dem Bereich sehr im Keller war. Jetzt hat er sich inzwischen wieder ein bisschen normalisiert, ist da vieles liegen geblieben. Ja. Jetzt habe ich jede Menge Zeug übersprungen, das ist auch nicht weiter relevant. Jetzt kommen wir zu dem Waldzustand in den Ländern. Das hatte ich ja eingangs auch mal erwähnt. Es gibt halt gravierende Unterschiede, je nach Bundesland, hervorgehoben sei Bayern. Bayern hat ein WZE, Waldzustandserhebung, Netz von 16 mal 16 Kilometern. Das ist hier das größte Netz, das es gibt. Das hat sonst nur Hamburg und da findet gar keine statt. Das heißt, das ist relativ egal, das existiert nur theoretisch. Das Bayerische wird tatsächlich manchmal so beprobt, weil Bayern ist groß. Um Bayern korrekt in der riesigen Fläche, die Bayern nun mal hat, wirklich erfassen zu können, kann man nicht allzu viele Probepunkte aufnehmen. Nämlich, man legt ein Netz über Bayern und macht alle 16 mal 16 Kilometer einen Punkt, da geht man hin und untersucht die Bäume. Ja? Zum Vergleich, Baden-Württemberg macht alle 8 mal 8 Kilometer einen Punkt, Berlin macht alle 2 mal 2 Kilometer einen Punkt. Und je dichter diese Punkte sind, Bremen wäre zum Beispiel ganz krass, 0,1 mal 0,2 Kilometer, allerdings macht Bremen gar keine Waldzustandserhebung, deswegen ist das nur wieder ein theoretischer Wert, je dichter die Punkte, desto besser die Daten. Weshalb die Daten von Bayern erheblich gröber sind als die Daten von zum Beispiel Baden-Württemberg oder Nordrhein-Westfalen mit 4x4. Ja, Nordrhein-Westfalen ist, was das angeht, sehr, sehr valide. Die Daten, die in Nordrhein-Westfalen rauskommen, sind mit höherer Wahrscheinlichkeit auch echt richtig als die Daten in Bayern, die immer einem gewissen Zufallsfaktor unterliegen und statistisch nicht sehr valide sind. So, und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, den man eben wissen muss. Drum hat Bayern hier auch so außerordentlich starke Schwankungen. Heißt, über alle Baumarten hinweg haben wir eine Verbesserung des Kronenzustands von minus 14 des Flächenanteils in den Schadstufen 2 bis 4. Das ist also eine gravierende Verbesserung. Selbst in der Fichte minus 11 Verbesserung, bei der Kiefer ganz krass minus 24 und auch Buche und Eiche haben sich total verbessert. Also in Bayern ist die Welt im Grunde jetzt wieder völlig in Ordnung, könnte man meinen. Ich befürchte, dass hier einfach wirklich ein kleiner statistischer Fehler drin ist. Bayern wird sich verbessert haben, ja. Aber es fällt schon arg aus dem Rahmen. Ne? Zum Beispiel eben Baden-Württemberg. Ich sage ja, bei uns hat sich die Situation eher verschlechtert. Das können wir hier sehen. Plus 4, also plus ist schlecht. Lediglich bei der Fichte hat sich es ein bisschen entspannt. Bei der Kiefer deutlich schlechter. Bei der Buche ein bisschen schlechter. Bei der Eiche Katastrophe. Ja? Das ist leider realistisch. Den Eichen hierzulande geht es echt nicht so gut. Vielleicht sind es nicht gleich ganze 14, aber ja, hierzulande echt nicht. Keine schöne Entwicklung bei der Eiche. Vor allen Dingen die Oberrheingraben-Eiche ist da mit der Oberrheingraben-Kiefer, wo ist sie hier, zusammen ziemlich am Leiden. Ja, wenn man weiter runter scrollt, gucken wir uns zum Beispiel Nordrhein-Westfalen an. Ne, da haben wir also kleine Veränderungen. Minus 2, minus 6 ist relativ groß. Hier bei der Eiche auch minus 8. Eiche hat große Schwankungen, das ist normal. Aber da sind insgesamt die Veränderungen deutlich geringer, weil nur ein 4x, also weil ein 4x4 Kilometer Netz. Ja, ganz anders, was anderes als ein 16x16. Das ist ein gravierender Unterschied, was die statistische Relevanz angeht. Und dann haben wir eben auch keine Abweichung um minus 16, minus 24. Und da sind also die Bundesländer wirklich ein großer Unterschied. Bayern ist in der Hinsicht politisch auch ein bisschen zu tadeln, weil Bayern könnte sich was Besseres als 16 mal 16 schon leisten, selbst wenn es groß ist, ist ja auch relativ wohlhabend. Aber ein gewisser Söder hat wohl keinen Bock. Ja, wobei man natürlich auch sagen muss, das ist historisch bei 16 mal 16, das ist in den Bereichen, die viel Wald haben, auch ein bisschen verbessert worden. Irgendwo gibt es dann, glaube ich, eine Fußnote. Wo war denn die? Aha, hier, Bayern.
Verdichtung auf 8x8 Kilometer für Eiche und Weißtanne hier nicht ausgewiesen, sowie regionale Verdichtung auf 8x8 Kilometer in den Alpen sowie in den nordbayerischen Trockengebieten. Also ganz so schlimm ist es dann doch nicht überall, aber netto, na, kann man da schon ein bisschen schimpfen, sage ich jetzt mal. Rheinland-Pfalz 4x12, das ist ein bisschen was Spezielles, aber trotzdem realistische Werte. Saarland ist halt klein, hat auch wieder kleine Werte, das ist auch alles in Ordnung, da hat sich die Kiefer sehr stark erholt. Also ihr seht, wir haben deutliche Schwankungen zwischen den einzelnen Bundesländern. Schleswig-Holstein ziemlich konstant außer Eiche. Thüringen, ja, hier ein bisschen sehr beschissen bei der Kiefer. Bei der Eiche deutliche Verbesserung und. Und Gesamtdeutschland insgesamt hat sich nicht viel getan. Und das ist wichtig. Da muss man also, ne? Ich finde ja die Grafiken da oben alle schön und alles, was ich gesagt habe, stimmt auch so. Aber macht euch bitte für euer persönliches Fazit und eure persönliche Speicherung jetzt Folgendes klar. Gesamtdeutschland mag nicht viel passiert sein, so schreibt es ja auch der Herr Özdemir im Vorwort und das ist ja auch nicht falsch. Ja? Aber wir haben schon deutliche Schwankungen zwischen den Bundesländern, zum Beispiel Baden-Württemberg mit der deutlichen Verschlechterung der Eichensituation im Vergleich zu zum Beispiel Thüringen mit einer heftigen Verbesserung der Eichensituation. Das ist schon relevant. Das muss man schon so sagen. Und auch bei der Buche minus 8, minus 16, wenn Bayern dann stimmt, plus 10 in Mecklenburg-Vorpommern und. Das ist wirklich relevant. Deutschland mag ein global gesehen eher kleines Land sein, aber so klein ist es dann doch nicht, dass es keine regionalen Unterschiede gäbe. Und damit kommen wir und dann sind wir auch durch. Jetzt hier mal generell zur Statistik. Wer jetzt keinen Bock mehr hat, kann auch gleich abschalten. Habt ihr sowieso schon getan wahrscheinlich, wenn ihr keinen Bock mehr habt. Leider sind die Standardabweichungen für diese Durchschnittswerte über die Baumarten, über die gesamte Bundesrepublik, weil da eben so viele Regionen mit unterschiedlichen Werten, wie wir gerade gesehen haben, zusammenkommen, relativ hoch. Was ist eine Standardabweichung? Ganz einfach formuliert oder der Standardfehler ist der Bereich des Zufalls in den Daten, grob gesagt. Ja? Wir haben hier also bei Fichte Anteil der deutlichen Kronenverlichtung, der nur der deutlichen Kronenverlichtung nach Baumartengruppen, wohlgemerkt. Ne? Also die geringe Keinschaden und so weiter ist hier gar nicht drin in diesem Wert. Aber wenn hier bei Fichte 40 steht, dann ist es in der Realität irgendwas zwischen 42,7 und 37,3. Alles dazwischen, zwischen diesen beiden Werten, wissen wir nicht genau, weil halt eben beim Durcheinandermixen von Mittelwerten und beim Ermitteln eines statistischen Durchschnitts und der Tatsache, dass wir den Wald ja nur per Stichprobe erfasst haben, wir haben ja nicht jede Fichte Deutschlands gemessen, wie der Kronenzustand ist, sondern wir haben hier mal ein paar, da mal ein paar und dann haben wir es statistisch aufsummiert. Und da das nie der Realität entsprechen kann, kommt hier ein statistischer Fehler dazu. Ja, und der ist gar nicht so klein. Das ist hier noch ein akzeptables Maß. Da auch, ja, eigentlich fast überall. Wirklich richtig gering ist dieser Fehler, lediglich wenn wir uns Gesamtdeutschland angucken. Das ist sehr, sehr akzeptabel für so ein großes Gebiet und so eine umfassende Untersuchung haben wir hier nur einen geringen statistischen Fehler. Das heißt, die 34,9, die für Gesamtdeutschland gelten, Anteil deutlicher Schäden, wohlgemerkt, sehr valider Wert, den man so auch plus minus unterschreiben kann. Ich rutsche übrigens immer weiter in meinem Sessel runter, merke ich gerade. Naja, es soll ja eine gemütliche Angelegenheit sein. Und ja, warum ist der für Gesamtdeutschland geringer als für die einzelnen Bundesländer, besonders auffallend hier bei der Eiche, beziehungsweise für die einzelnen Baumarten so rum? Einfach weil, je mehr Daten du zusammenpackst, je größer der Datensatz, aus dem du einen Durchschnittswert bildest, desto geringer ist der Standardfehler. Das heißt, willst du winzige Unterschiede nachweisen, dass die angeblich eine besondere Bedeutung haben und an einem bestimmten Faktor liegen, so geschehen zum Beispiel beim Versuch, Mondholz zu beweisen. Mondholz ist der Versuch nachzuweisen, dass der Zeitpunkt des Hiebes, nämlich dann, wenn der Mond sich in irgendeiner bestimmten Phase befindet, weiß nicht mehr welche, einen Einfluss auf die spätere Holzqualität hat. Es gibt einen Wissenschaftler der ETH Zürich,
der der Meinung ist, das ist so, und der macht eine Publikation nach der anderen, wo er das angeblich bewiesen haben möchte und gibt da teilweise außerordentlich viel Geld, was die ETH Zürich hat, aus, um das eben irgendwie nachzuweisen, dass das so sei, und macht super große Stichproben. Warum macht er super große Stichproben? Weil wenn er kleine Stichproben machen würde, würde kein Mensch einen Unterschied sehen. Er muss also so fette Stichproben machen, dass der Standardfehler allein durch die Größe der Stichprobe so klein wird, dass er winzige Unterschiede zwischen Mondholz und Nicht-Mondholz statistisch belegen kann. Ja, die sind dann trotzdem immer noch winzig, aber er hat hier eine so kleine Standardabweichung errechnet, beziehungsweise er mogelt, wenn man das so nah sagen möchte, darf man nicht, ist falsch, es ist schon nicht mogeln, es ist schon die Methode korrekt angewendet, dass ja, das dann korrekt ist, dieser winzige Unterschied, dass der in der Praxis für alle Holzverwendungen überhaupt keine Rolle spielt, ist ein anderer Punkt, ne? Aber man kann das so machen, wenn der Datensatz nur groß genug ist. Auch hier kommt jetzt wieder dieses Sprüchlein, traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast, ins Spiel. Die genauere Mathematik dahinter habe ich vergessen. Habe ich volle Kanne vergessen. Ich musste das mal ausrechnen können. Ich weiß nicht, ob ich es jemals gekonnt habe, aber für viel Gewinn hat es gereicht. Viel Gewinn kennt ihr, ne? Die 4 ist die schlechteste Note, an der du mit der Uni noch durchkommst in irgendeiner Prüfung. Und ja, wenn man eine Prüfung einfach nur bestehen möchte, damit sie weg ist, dann nennt man das 4 gewinnt im Studentenjargon, ne? Hauptsache, du hast es irgendwie geschafft und kannst weiter studieren. Und das habe ich bei Mathe gemacht. Nichtsdestotrotz ist die Interpretation solcher Statistiken, nicht das Berechnen derselbigen, dafür gibt es irgendeinen Kollegen, der das kann. Ja? Der kriegt sehr viele Bierkästen im Laufe des Jahres geschenkt, aber die Interpretation des Ganzen sollte jeder Wissenschaftler beherrschen. Gut, ne? Also leider manchmal ein bisschen hoch, und gerade für Bayern speziell, wenn man das jetzt nach Bundesländern aufsummiert finden würde, hier die Standardfehler, hier nochmal in der Tabelle, ja, dann würde zum Beispiel Bayern deutlich höheren Standardfehler haben als Nordrhein-Westfalen. So, dann kommt hier noch das forstliche Umweltmonitoring, das ist nicht mehr so wichtig. Dann gibt es hier noch ein Abbildungsverzeichnis und dann sind wir wieder ganz unten angekommen. Und damit bedanke ich mich. Wenn ihr validere Daten haben wollt, müssen wir nochmal hoch, als die hier, dann guckt euch nochmal die Waldzustandsberichte der einzelnen Bundesländer an, weil da eben weniger unterschiedliche Bedingungen in den unterschiedlichen Naturräumen, das muss allein deswegen so stark schwanken, weil Deutschland eben nicht aus dem einen Standardnaturraum, in dem immer gleiche Bedingungen herrschen, sondern aus dem Schwarzwald, einem Erzgebirge, einer Rheinebene, im Alpenvorland, einer Küstenregion oder Sandböden in Brandenburg besteht. Natürlich muss da ein Schwankungsbreite drin sein. Das ist nur natürlich und mathematisch natürlich auch sowieso gegeben. Ja? Insgesamt sind die Daten trotzdem schon relativ valide, aber, doch das will ich jetzt auch nochmal sagen, drum kann man auch eingangs, wir erinnern uns, der Herr Özdemir, wo ist er? Hier, der sagt, es hat sich nicht viel verändert, es ist quasi auf dem gleichen Niveau. Das ist gerade auch aufgrund der statistischen Schwankung der ermittelten Daten eine vollkommen valide Aussage, die man so treffen kann. Auch wenn ich gerne es so sehen möchte, dass die durchschnittliche Verbesserung von 26,7 auf 25,9, ich kann keine Zahlen mehr vorlesen, es ist wohl ein bisschen länger geworden irgendwie. ja, auch wenn das eine Verbesserung ist, können wir nicht behaupten, dass gerade eine besondere Entspannung im Wald stattgefunden hat. Aber, und das bitte jetzt auch noch mitnehmen, wichtig, 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 es war auch kein gutes Jahr. Obwohl nochmal ein mieses Jahr nach dem entspannten 2021 gekommen ist, hat der Wald sich nicht nennenswert verschlechtert. Es kann natürlich sein, dass das nächste Jahr nochmal, also dieses Jahr, jetzt nochmal ein paar Folgen haben wird, dass das letzte Jahr so schlecht war. Ich glaube es fast nicht. Ich glaube, dass wir durch 18, 19 die Bäume, die nicht super toll waren, die sind zuerst gestorben. Und dadurch, dass die jetzt weg sind, ist das zurückbleibende Kollektiv, auch mit weniger Fichte natürlich, insgesamt stabilere Bäume.
weil die haben 18, 19, 20 überlebt. Die mussten also irgendwas haben, um das überleben zu können. Das haben sie jetzt auch noch. Vielleicht. Zumindest so die Hoffnung. Und das bedeutet, wahrscheinlich haben wir jetzt den Peak der beschissenen Waldsituation erreicht. Und es wird in den nächsten Jahren hoffentlich, auch wenn wir weiter Jahre wie 2022 bekommen, trotzdem ganz langsam bergab gehen mit den Schadwerten, sprich bergauf gehen mit dem Waldzustand. So die Hoffnung. Ja? So. Und das war jetzt wirklich lang genug, aber ihr habt mich schon gefragt, wann kommt das, wann kommt das? Jetzt ist es da, jetzt wisst ihr Bescheid, wer mir überhaupt folgen konnte so lange. Und macht euch eure eigene Meinung dazu, ob das jetzt eine gute Zusammenfassung oder ist oder nicht. Und mir ist grundsätzlich sowieso egal, was ihr von dem Mann hier haltet. Das muss jeder für sich selber wissen, wen er da letztendlich dann wählen geht. Aber, oder ob das ein valider Bericht ist oder ganz stark von der Politik, von dem da hier geprägt ist. Wie gesagt, das ist euer Ding. Das weiß ich schlicht nicht. Ich finde ihn gut. Ja? Ich finde ihn gut und gerade Grafiken wie die hier, die sind klasse. So, tschüss.